Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich bin Martin. Strixhaven hat seine Schulpforten geöffnet, aber für uns heißt es erstmal weiterhin Distanzunterricht. Aber wir haben uns im Homeschooling durch den Lehrplan fürs neue Magic-Set gearbeitet und freuen uns jetzt auf unsere Projektpräsentation und die Zeugnisausgabe. Quandrix, Prismari oder Blütenwelk, Silberkiel oder Kundhort, wählt euer Profil weise und lasst euch nicht von beiläufigen Magieduellen ablenken. Seid auf der Hut, denn etwas Dunkles lauert zwischen den endlosen Regalreihen des Biblioplexes. Was es damit auf sich hat und wie tasty das neueste Magic-Set tatsächlich ist, das erfahrt ihr in unserem Strixhaven Set Review. Los geht's! Ja, des Biblioplexes, ja? Hallo, Guys. Hallo, Martin. Ja, des Biblioplexes, oder? Das ist doch das Richtige. Das habe ich im Deutschunterricht irgendwann mal gelernt. Der Biblioplex, die Biblioplexice. Ja. Es gibt ja nur einen Biblioplex, von daher muss ich auch nur ein Singular wissen. Was das ist, erklären wir euch gleich. Denn wir sprechen über Strixhaven, das neue Magic-Set. Spannend. Ich freue mich schon richtig drauf. Das ist eine Welt, die mir, glaube ich, weil ich mal zur Schule gegangen bin, sehr zugänglich ist. Ja, mir auch. Obwohl ich nicht auf eine amerikanische Schule gegangen bin, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie das vielleicht noch einen Einfluss gehabt hat auf die Lore. Aber jetzt würde ich sagen, wir haben viel vor. Lass uns mal mit der Vorspeise starten. Was gibt's denn? Natürlich, es gibt heute ausschließlich Schulessen, logisch. Mm. Und zur Vorspeise habe ich ein Pausenbrot einmal runtergefallen mit Schokomilch. Kann ich das tauschen? Ja, ich glaube, ich hol mir was vom Kiosk. Ja, ist besser. Aber manchmal schmeckt es dann trotzdem noch, ne? Der Hunger treibt's rein. Martin, du hast uns eine Vorspeise mitgebracht, also eine inhaltliche Vorspeise. So ein kleines Schmankerl zu Beginn des Podcastes. Was ist denn das? Genau. Wir werden ja gleich sehr viel über Schule, Lernen und Wissensanhäufung sprechen. Und ich möchte einfach mal ein Buch empfehlen, das mir auch wieder empfohlen wurde. Vom Professor von Tulare Community College. Der hat mich draufgebracht, schon letztes Jahr. Und das habe ich gelesen in der Pandemie. Das heißt Mental Mana. Und da geht es so ein bisschen darum, wie man besser werden kann bei Magic-Spielen. Das ist sehr so ein bisschen auf den kompetitiven Aspekt ausgelegt. Aber so ein paar Tricks und Tipps, die dabei verwendet werden, kann man auch fürs Arena-Spiel oder das Spiel mit Freunden anwenden. Wie man einfach ruhiger an verschiedene Situationen rangeht. Wie man Situationen besser bewertet. Wie man sich einfach mental auf so ein Magic-Spiel vorbereitet. Mhm. Du hast mir das Buch ja auch geschenkt und ich habe bisher nur sehr stiefmütterlich da reingelesen tatsächlich. Bin ein langsamer Leser, muss ich sagen. Aber sag mir doch mal, was hast du denn für dich daraus mitgenommen, wo du vielleicht eine konkrete Spielsituation hattest, wo du dann vielleicht an den einen oder anderen Tipp gedacht hast und im Nachhinein resümieren konntest, hey, das hat geholfen an der Stelle. Naja, Magic ist ja manchmal auch ein sehr frustrierendes Spiel. Das heißt, man zieht das Falsche und man ist dann kurz davor, auf Arena auf Aufgeben zu drücken und zu sagen, ah Mist, hat nicht geklappt. Und durch das Buch habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, dass man sich doch nochmal überlegen kann, okay, was für Strategien gibt es denn jetzt noch in dieser Situation, um vielleicht doch noch zu gewinnen? Welche Karte müsste ich denn ziehen? Und das klappt nicht immer, weil natürlich muss diese Karte auch kommen, aber so zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch klug spielen, um vielleicht noch einen Zug zu machen, um vielleicht noch zwei Züge zu machen und vielleicht dann sogar zu gewinnen, das war eine sehr lehrreiche Lektion in diesem Buch. Also wirklich dann Situationen besser zu bewerten, tief durchzuatmen, sich klar zu machen, was für Karten im Deck sind und dann einfach kluge, wohlüberlegte Züge zu machen. Mhm. Du hast mir auch mal erzählt, dass du eine andere Form der Auswertung von dem Spiel machst. Also wenn ein Spiel vorbei ist, egal ob es jetzt verloren oder gewonnen wurde oder vielleicht sogar gerade, wenn es verloren wurde, dass du das dann nochmal irgendwie Revue passieren lässt oder dir nochmal eine Notiz dazu machst. Kann das sein, sowas?
Genau, das habe ich letztes Jahr angefangen, dass ich mir danach nochmal überlege, also bei der Fülle von Arena-Spielen jetzt nicht, aber bei unseren Commander-Spielen mache ich das jetzt regelmäßig, dass ich mir wirklich noch überlege, okay, wo habe ich gut gespielt, was war ein schöner Spielzug, wo habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und wie könnte ich den das nächste Mal vermeiden? Und ja, das kommt in dem Buch eben auch vor. Das ist auch ein großes Kapitel, wo eben gesagt wird, überleg dir, geh nochmal zurück, was kannst du aus dem ersten Match lernen, zum Beispiel bei einem Best of Three. Nimm das mit, was du lernen kannst, in das zweite Spiel. Vergiss, wo du Fehler gemacht hast, es sei denn, du kannst diese Fehler jetzt vermeiden, wenn du bewusst drauf achtest. Und geh halt mit positiver Energie in das zweite Spiel. Und ja, also das sind wirklich, wirklich gute Tipps. Der Autor, der kommt so ein bisschen aus dem Sportcoaching. Der heißt Will Jonathan. Der hat halt Sportler gecoacht und hat halt diese Lektion übertragen so ein bisschen auf so ein Kartenspiel, wo man jetzt körperlich nicht viel macht, aber wo er sagt halt auch im Sport ist halt das Mentale oftmals vielleicht auch wichtiger als jetzt die körperliche Kondition. Klar soll man natürlich gut hydriert in so ein Magic-Spiel starten, wenn man jetzt Turnier spielt, aber der Kopf macht eben auch seinen Teil. Und wenn du von Fehlern im Spiel sprichst, dann meinst du selbstverständlich nicht Flavor-Fails, die du erzeugt hast durch das sinnlose Aufeinanderfolgen von Karten, die inhaltlich so keinen Sinn ergeben, sondern sprichst tatsächlich von einem Spiel, was du versuchst zu gewinnen und wo du auch versuchst, dein Spiel so zu optimieren, dass du einfach ja mehr gewinnst sozusagen. Genau, und das geht halt los, welches Land lege ich an welcher Stelle, was halte ich mir für Mana offen und also die klassischen Sachen, aber halt wirklich auch zu merken, was man gespielt hat und das auch beim nächsten Spiel wieder anzuwenden. Also ein Buchtipp für alle, die etwas lernen wollen beim Magic-Spielen. Sehr schön. Vielleicht machen wir irgendwann mal auch einen kleinen Ausreißer aus allem, was tasty ist, hin zu dem, was gut und richtig im Spiel ist. Außer Matching Basics und ja, nicht ein einzelnes weißrandiges Land in seiner Mana-Basis spielen. Da kannst du den Gegner mental aus dem Tritt bringen, sage ich dir. Auf jeden Fall. Es würde mich für den Rest des Spiels raushauen. Allerdings würde es mich auch anheizen, zu versuchen, den Gegner zu besiegen. Ja, also, aber dann mit ruhigem Kopf, mit ruhigem und klarem Kopf. Ja. Cool, ja, vielen Dank für das kleine Mitbringsel. Sehr schön. Das war doch schon mal lecker. Habe ich ein bisschen was gelernt. Ganz im Sinne von Strixhaven oder so. Hm? Ja, kannst du gleich noch ein bisschen reinlesen, aber jetzt habe ich erstmal Hunger auf die Hauptspeise. Ja. Achtung, es gibt einen Eintopf mit Gemüse, der aussieht, als wären es die Lecho-Reste vom Montag. Ah, Lecho. Den sollte jeder kennen. Wissen alle, was Lecho ist? Wer es nicht weiß, kann uns anschreiben auf Twitter unter @tasty_mtg. Und dann teile ich sehr, sehr gern Lecho-Rezepte. Lohnt sich. Ein gutes Lecho ist eine feine Sache, muss ich sagen. Ist eine feine Sache. Das machst du selber? Nein. Wir kochen viel mit Paprika, muss ich sagen. Ja, jetzt habe ich schon was verraten. Also, bevor wir loslegen mit der inhaltlichen Hauptspeise rund um Strixhaven, kurzen Überblick über das, was wir machen. Ja, es geht los mit einem kleinen Crashkurs in Sachen Worldbuilding. Ja, wo befinden wir uns? Was hat's mit Strixhaven auf sich? Wie ist diese Welt organisiert, strukturiert? Dann geht's weiter mit einer Doppelstunde Lore. Wir gucken einfach mal, wer bewegt sich hier rum, was sind die Absichten. Wir versuchen nicht zu arg zu spoilern, aber schon auch irgendwie so zusammenzufassen für alle Lore-Muffel da draußen, die irgendwie jetzt in ihre ganzen, einfach auch ein bisschen Klugscheißerwissen brauchen, ne, so für das Spielen. Ist einfach immer nie verkehrt. Und dann geht's mit einer kleinen Arbeitsgemeinschaft zum Thema Mechanismen. Genau, und ganz am Ende machen wir noch eine kleine Zeugnisausgabe in den Fächern. Gibt's dann Noten von uns für Artworks, Übersetzungen und Flavor. Ja, langer Vormittag, aber steht halt auf dem Stundenplan. Ja, und straffer Stundenplan. Dann lass uns anfangen. Los geht's, Martin. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns. Und sag jetzt nicht nur Strixhaven. Ja, da ist nämlich schon der erste Fallstrick. Wir befinden uns nämlich nicht auf Strixhaven, sondern wir befinden uns auf einer Welt, die heißt Arcavios. Das ist die Welt und Strixhaven ist eine Stadt, ein Ort auf dieser Welt. Dieser Ort besteht aus Schule, kann man eigentlich sagen, oder? Genau, es ist ein Schulort. das Wort gibt es gar nicht, aber es klang lustig. Ja, wie eine riesige Universität, aber erstmal noch ein bisschen zum Plane selber. Genau, Arcavios besteht aus zwei Kontinenten, einem nördlichen und logischerweise einem südlichen. Der nördliche heißt Orithia, Deutsch ausgesprochen.
Und der südliche heißt Galatul. Und in dem nördlichen liegt eben auch Strixhaven. Der nördliche ist auch bekannt als ja, so ein wüstes Land. Also im Englischen heißen es die Wastelands. Und genau im Nordosten dieses Kontinents liegt eben die Magier-Universität Strixhaven. Und ja, jetzt hatte ich schon verraten, dass Strixhaven ist die Universität der Magier. Magst du ein bisschen was dazu sagen, wie, welche Rolle die denn vielleicht auf dieser Plane spielt? Ich wollte, glaube ich, noch kurz was sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass das so ein Strixhaven gibt. Mhm, ich finde das nämlich nicht uninteressant, ne? Also, dass Arcavios war so ein, oder Arcavios war so ein ziemlich unbevölkerter Planet, bis so von zwei anderen Planes irgendwie sich so die Mana-Energien so überlagert haben. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, die sind eingedeutscht irgendwie. Genau, also zwei Mana-Arten sind auf jeden Fall kollidiert. Das ist auch wichtig zu merken für die Mechanismen später. Also das könnt ihr euch schon mal merken, zwei Sachen sind kollidiert. Mhm. Genau, und da dann hat es ordentlich gefunkt zwischendrin und für allerlei Leben gesorgt. Und da ist eine ganze Menge Leben entstanden, unter anderem eben 5 Elder Dragons. Genau. Riesige, super schlaue Drachen, die dann sozusagen die Strixhaven gegründet haben, die Universität. Auch viele, viele humanoide Wesen sind dabei entstanden und allerlei anderes Zeug, was da kreucht und fleucht. Und ja, diese 5 Elder Dragons, die haben die ja, Strixhaven, diese Stadt, die Universität der Magier quasi gegründet, haben sich mittlerweile zurückgezogen, aber es gibt sie noch, nur verwaltet sich die Uni quasi sozusagen selbst in der Hand der Dekane. Wer das ist, dazu kommen wir gleich noch. In Strixhaven selbst gibt es 5 ja, Fakultäten, Colleges. Und die sind jeweils auch benannt nach diesen Elder Dragons. Mit den Namen, ich habe sie im Eingangs schon erwähnt, Silberkiel oder Silverquill, Blütenwelk oder im Englischen Witherbloom, Kundhort, im Englischen ist das Lorehold, Quandrix und Prismari, die jeweils im Deutschen und im Englischen gleich sind. Und bei denen, naja, es wird ja oft verglichen mit so Ravnica und so, wo es halt diese Gilden gibt, die jeweils in 2 Farben sind. Was man hier sehr schön gelöst hat, ist, dass jedes dieser Colleges besteht auch aus 2 Farben. Und diese beiden Farben, die ringen aber auch innerhalb des Colleges so ein bisschen miteinander. Ja? Also diese eigenen, diese ganzen Fakultäten, die Colleges, die haben untereinander Rivalitäten, ja, wie man sich das vorstellt, so wie auch ja, die unterschiedlichen Gilden in Ravnica Rivalitäten miteinander haben. Aber hier in den Colleges, wo das ähnlich ist, haben die Fakultäten nochmal in sich nochmal einen Konflikt. Also zum Beispiel bei Silberkiel, was eben das Weiß- und Schwarze College ist, da ringen eben auch sozusagen die weißen Energien, die sozusagen das Loben und Anspornen verkörpern, mit den schwarzen Magien, mit der schwarzen Magie, die eher für Häme und Beleidigung steht. Genau, was halt interessant zu wissen ist, dass eben diese beiden Ausprägungen vorkommen können in den Fakultäten und dass sich jeder Student quasi für eine von beiden Richtungen entscheiden kann, aber auch jede Stufe dazwischen einnehmen kann. Also er bekommt dann eben 2 Tutoren zur Seite gestellt, wenn er sich für ein College entscheidet. Und die versuchen ihn natürlich von ihrer Seite oder von ja, ihren Seiten zu überzeugen. Und er kann sich denen anschließen. Er kann aber auch sagen, ja, ich nehme einen Teil von da und da. Und da ist halt quasi so ganz viel Dualität dazwischen. Bis hin zu einer Richtung, dass er eben nur im Fall von Silberkiel weiß oder nur schwarz sein könnte. Und das ist auch ein großer Unterschied zu den Gilden in Ravnica, die halt wirklich die Verkörperung von aus diesen 2 Farben, also die ja so eine Quintessenz aus diesen 2 Farben sind, ist es hier wirklich so ein Wettstreit, so ein Widerstreit, der sich dann aber doch in einer gemeinsamen Identität äußert. Also Silberkiel, haben wir jetzt gerade schon gesagt, da geht es eben darum, mit Worten gewitzt umzugehen. Und das kann eben einmal Lob sein, also positive Worte verwenden oder eben auch Häme und Beleidigung. Und das ist dann halt das Schwarze, was man dann halt mit Sprache ausdrücken kann. Und so hat eben jede von diesen 5 Fakultäten auch so ihre eigene Art, mit Magie umzugehen. Also Silberkiel eben durch Worte, Prismari dann eher durch Gesten oder durch Bewegung. Quantrix, die sind mehr so die Theoretiker. Kundhort guckt dann eher so in der Vergangenheit ein bisschen rum und Blütenwelt macht halt wirklich physisch so Tränke und mischt Sachen zusammen. Also ganz verschiedene Ausprägungen auch, wie Magie gestaltet sein kann, findet sich in den Fakultäten. Hast du auch versucht, für jedes dieser Fakultäten quasi einen Studiengang in der Realität zu finden? Das war nämlich das, was ich gemacht habe, um mir das so irgendwie nahe zu bringen. Es ist natürlich irgendwie easy bei Kundhort, ne? Es ist so Geschichte, Archäologie, da liegt es irgendwie nahe, da wird es ja so direkt, sogar direkt damit beschrieben, ne? Quandrix,
sind eher so die Mathematiker, Physiker. Es gibt ja den Biomathematiker, die Karte Biomathematiker, die vereint das eigentlich wunderschön in sich. Ne, Prismari, das sind eher so die KünstlerInnen, also die versuchen der Magie eine künstlerische, visuelle und akustische Ausdrucksform zu geben. Ja, die machen tatsächlich auch so Aufführungen irgendwie an der Schule. Das finde ich total spannend. Musste ich ein bisschen an Rakdos denken, ne? Also an die Rakdos-Gilde tatsächlich. Hier gibt es natürlich kein schwarz-rotes College. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass die sich mal treffen und eine Party machen oder eine interessante Aufführung. Also Kunststudiengang im Sinne von Tanzen, Malerei, was auch immer, das vereint irgendwie alles. Dann haben wir Blütenwelk, Witherbloom, das sind so die Chemiker. Oder Biologen vielleicht auch so ein bisschen. Chemiker, hast du recht. Biochemiker, die haben schon irgendwie mit beidem zu tun. Und Silberkiel, Silverquill, das ist so ein richtiger Jurastudiengang. Und die sehen auch alle so aus wie gelackte Jurastudenten. Entschuldigt bitte alle Jurastudenten, die ihr mich hört. Euch meine ich natürlich nicht, die anderen Jurastudenten, die nicht zuhören, meine ich. Also ich bin früher mal, ich habe ein Kunststudium gehabt und bin in der S-Bahn nach Potsdam raus immer mit den ganzen JurastudentInnen gefahren. Mit der Aktentasche. Und man konnte die KunststudentInnen von den JurastudentInnen sehr gut unterscheiden am Äußeren. Nicht immer eindeutig, aber sorry, dass ich hier so eine Million Klischees wiederhole, aber wenn ich Silverquill mir anschaue, dann genau, kommt das so aus mir raus. Verzeiht bitte. Jedenfalls, bei denen regelt sich ganz viel über Sprache, über Ausdruck, über Rhetorik, und auch über ihr gelacktes Aussehen. Und das ist was alle Fakultäten auch irgendwie so eigen haben, ein ganz bestimmtes Aussehen. Genau, in dem Planeswalker-Guide, den Wizards regelmäßig veröffentlicht für neue Welten, wird dann auch noch so ein bisschen drauf eingegangen, wo studieren die das, wo sind ihre Zimmer, also was haben die für eigene Räumlichkeiten auf dem Campus, kommt auf den Karten ein bisschen zu kurz, aber ist in dem Planeswalker-Guide nochmal ganz schön beschrieben, dass eben zum Beispiel die Blütenwelker oder Welkerinnen, sagt man glaube ich so, die sind halt viel draußen unterwegs und dann gibt es halt so ein verwunschenes Moor oder irgendwie gibt es dann auch so eine Gegend, wo man nicht hingeht, weil da ganz viele komische Tiere und geräucht und fleucht. Also ist ganz nett beschrieben und klar, Prismari, die haben dann eher so Künstlergänge, wo dann so kleine Ausstellungen gemacht werden oder ein Theater, Bühnen, wo sie ihre Aufführungen machen. Übungsbühnen, genau. Also ist ganz, ganz schön beschrieben und wo wir uns drüber unterhalten haben, hast du mir auch gesagt und ich habe das selber auch gedacht, es ändert so ein bisschen an die Welten von Walter Moers, wo er halt auch sehr tief, wo er diesen Bücherort, Buchheim. Walter Moers, der auch Captain Blaubeer erfunden hat und so. Genau, der hat ganz tolle Romane auch geschrieben, sehr fantasievolle Romane und es gibt eben so einen Zyklus von Büchern, die in der Stadt spielen, die halt wirklich von Büchern lebt und mit Büchern lebt und alles dreht sich nur ums Buch. Und dieses Buchhain ist eben auch sehr, sehr fantasievoll beschrieben. Und daran habe ich mich auch so ein bisschen erinnert bei der Beschreibung der Fakultäten. Jede Fakultät hat auch ihr eigenes Maskottchen. Genau. Das finde ich irgendwie ganz witzig, ne? Also die haben auch alle, glaube ich, jeweils einen Token. Genau, das ist witzig und wichtig, werden wir nachher noch feststellen bei den Mechanismen, dass eben diese Maskottchen das so ein bisschen widerspiegeln, wie diese Fakultät drauf ist. Also bei Silberkiel sind es zum Beispiel Tintlinge, also sind quasi Tintenwesen. Geil, finde ich irgendwie schön, die Dinger. Genau, wir haben auch extra die deutschen Begriffe nochmal rausgesucht, weil im Englischen natürlich Inkling. Bei Blütenwelk sind es die Schädlinge, das sind so dicke, Pests. Ja, dicke, fette Maden irgendwie so. Ein Pest, das ja. Finde ich so geil. Pest. Finde ich fast, hätte man fast über so übersetzen können im Deutschen. Aber gut, ist natürlich eine andere Bedeutung. Ja, dann jetzt gerade ist, glaube ich, Schädling besser. Ja, du hast recht. Wen haben wir denn bei Kundhort? Na, bei Kundhort sind das die beleben solche Statuen. Genau, das sind Geister. So Geister sind das einfach, ja, okay. Spirits. Spirits im Englischen, Geister im Deutschen. Ja, genau. Und die hauen quasi in Energie oder Magie in so unbelebte Gegenstände rein und die fangen dann an, sich zu bewegen und so zu interagieren. Das ist irgendwie witzig. Ich glaube, das ist aber Prismari, was du meinst. Also bei Kundhort werden tatsächlich... Nein. Mein Prismari hat ja diese Elementarwesen. Und die Elementarwesen, die werden ja quasi von der blauen Magie so zusammengehalten. Stimmt. Und innen drin ist so die feurige Magie, Energie gibt. Und dann diese springende Hunde oder andere Gestalten auch und so. Nee, ist richtig, voll, was voll du schön sagst. Gezeichnet, finde ich, die Prismari-Sachen. Genau, dann bleibt noch Quantrix mit ihren Fraktalwesen. Die bestehen aus Dreiecken, aus Geodreiecken. Genau, und die kannst du beliebig skalieren.
Oder, ja doch, das sind die Zeichen, die kommen mit Countern ins Spiel, ne? Ja, genau. Alle anderen sind nämlich, glaube ich, in der Größe so festgelegt und die Fraktalwesen eben nicht. Und das meinte ich auch, dass die so ein bisschen, dass die Kreaturtypen dann so ein bisschen unpersönlich sind. Also es sind jetzt keine legendären Tindlinge, die da geschaffen werden, sondern halt immer die gleichen Tindlinge. Und ja, kommen wir später noch drauf dazu, warum das hier so gelöst wurde, dass man halt so viele Kreaturentoken macht. Was ich noch ganz schön finde, auch wenn wir gerade so ein bisschen an die Anbindung ans Spiel sprechen, ist, dass die Dekane, die Deans im Englischen, auf modalen doppelseitigen Karten dargestellt sind. Ne? Also du hast diese beiden Deans für jedes Haus, zum Beispiel den weißen und den schwarzen Dekan. Dekan, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer das bei Silberkiel beispielsweise ist. Hast du auf der einen Seite eben die weiße Kreatur, auf der anderen die schwarze Kreatur und kannst dich dann eben entscheiden, eine der beiden Kreaturen zu spielen, so wie die modalen doppelseitigen Karten eben funktionieren. Das finde ich, fand ich irgendwie ganz nett, weil das ne, gleich so ein bisschen diesen Widerstreit. Ja, die zwei Seiten der Medaille einfach und den Widerstreit auch so ein bisschen widerspiegelt. Das fand ich ganz nett. Muss ich für eine Seite entscheiden. Aber zu den modalen doppelseitigen Karten kommen wir gleich noch. Mhm. Wie die Studentinnen und Studenten musst du dich für eine Seite entscheiden, wenn du in das College eintrittst. Ja, genau. Ja, da funktioniert das total gut. Kommen wir mal ein bisschen zur Geschichte. Was passiert denn auf Strixhaven oder in Strixhaven? Man kann es immer ganz gut festmachen, indem man guckt, was für Planeswalker sind denn gerade in dieser Welt angekommen, weil in der Vergangenheit war es ja meistens so, die Welt funktioniert eigentlich ganz gut, dann kommen die Planeswalker und dann entsteht ein Konflikt, den man dann mit Karten ausfechten kann. Ist hier nicht ganz so. Also wir haben aber fast ein bisschen. Fast ein bisschen. Zufälligerweise bricht das alles aus, als die hier ankommen. Wir fangen mal Zufall? An. Man wir weiß es nicht. Wir fangen mal mit den Studentinnen und Studenten, die ankommen. Also es kommen nämlich an, Will und Rowan kommen an, die wir noch kennen aus Eldraine, den Königskindern. Will und Rowan Kenrith. Genau. Die kommen aus Eldraine, kommen aber nicht von Eldraine hier an, sondern die kommen von Kylam an. Da haben sie so ein bisschen an Wettstreiten teilgenommen, weil, wenn ihr euch erinnert, Kylam war die Battlebond-Welt. Das heißt, in der Magic-Chronologie spielt Battlebond nach Eldraine und vor Strixhaven. Genau, da kommen die her. Und sind aber jetzt auch nicht zufällig da, sondern sie sind eingeladen worden, Guys. Von wem denn? Ich weiß nicht, ob das eine richtige Einladung ist. Sie wirkten so ein bisschen mitgenommen von Kasmina. Kasmina ist eh so ein bisschen eine rätselhafte Gestalt, deren richtige Ziele kennt man ja nicht, aber so, die rekrutiert jedenfalls Leute für ihre Sache. Eine Sache, von der man nicht so hundertprozentig weiß, was sie ist. Und vermutlich, wer weiß, rekrutiert sie so ein bisschen auch Will und Rowan, nimmt sie mit, hilft denen jedenfalls oder ist bemüht, die so ein bisschen, ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Also bringt die nach Strixhaven, damit die dort eben studieren und besser werden und genau. Aber nicht ganz uneigennützig, vermutlich. Sehr vermutlich nicht ganz uneigennützig, aber genau kann man es natürlich sagen. Ne? Kasmina wurde eingeführt im Krieg der Funken, in War of the Spark, in dem Set. Das ist ein kleine Trivia nebenbei. Und die wurde da eingeführt, weil sie eigentlich in Eldraine dann auftauchen sollte. Quasi das nächstgrößere Set, das Herbstset aus diesem Jahr. Und tauchte dann aber dort nicht auf. Stattdessen passierte in Grün und Blau was anderes, nämlich Oko. Inhaltlich auch super spannend und schön. Spielerisch kann sich sicherlich jeder noch an Oko erinnern und dass die Karte das ein oder andere Problem mit sich brachte und in der Art und Weise, wie sie gestaltet wurde. Ja, hat Kasmina lange genug ausgeharrt und kriegt jetzt einen zweiten Auftritt, während Oko erstmal durch die Welt reist. Genau, Kasmina hängt da so ein bisschen rum zu Will und Rowan, ne? Die kommen da hin und die bringen natürlich auch so ein bisschen ihre Bruder-Schwester-Konflikte mit. So, und Will zeigt sich als einer, der sehr wissbegierig ist und studieren möchte und lernen möchte und irgendwie auch seine Fähigkeiten, Palette erweitern möchte. Und Rowan, das ist so eine ganz wilde, ne? Die rote hier irgendwie und die will sich ausleben und die geht zur Erstsemesterparty und die haut sich gleich in Magier-Duelle rein und will irgendwie üben. Ne? Also man könnte sagen, so sie verkörpert vielleicht so die praktische Seite der Magie, Will die theoretische Seite, die blaue. Ne? Er ist ja ein Blauer, also in der blauen Identität quasi. Und das führt natürlich zu Konflikten, ja, und die zerstreiten sich dann auch so ein bisschen. Und so, wer weiß, wohin das noch führt. Jedenfalls müssen sie sich zusammenraufen oder, wer weiß. Rowan hängt jedenfalls viel mit so Blütenwelkleuten rum, die ja schwarz-grün sind. Und weder rot noch blau. Und Will fühlt sich eher zu den Prismari hingezogen. Genau, sie sind, glaube ich, beide in Prismari. Aber du hast recht, Rowan ist
oft mit den Blütenwelk-Studentinnen unterwegs. Wen wir auch noch haben auf der Welt ist Professor Onyx, auch eine bekannte Planeswalkerin. Jetzt war die Frage, wer ist der? Habe ich ja noch nie gehört, Professorin Onyx? Ja, aber in der Typenzeile der Karte steht, wer das ist, ist nämlich Liliana, die hier inkognito auf der Welt ist, vermutlich, weil sie immer noch auf der Flucht ist, nach dem Krieg der Funken, hat Maya Kaya auf sie angesetzt, weil sie eben mit Bolas gemeinsame Sache gemacht hat und Verderben über Ravnica gebracht hat. Und ja, sie ist hier als Professorin, nachdem sie ja früher schon Studentin hier war, wie du weißt. Ja, das wusste ich schon immer, seitdem das Set raus ist. Ja, genau, das hat man nämlich hier jetzt in dem Set mal kurz enthüllt, dass Liliana auch früher schon in Strixhaven war, damals in Blütenwelk studiert hat und ja, jetzt als Professorin zurückgekehrt ist, aber sie wird nicht erkannt. Sie ist auch inkognito da und nennt sich Professorin Onyx. Aber man muss auch sagen, sie ist nicht nur da, weil sie untertauchen wollte. Nee. Sie hat auch noch ein paar andere Pläne. Genau, ganz Liliana untypisch versucht sie etwas Gutes zu tun. Und zwar versucht sie Gideon wieder zu beleben und stellt da allerlei Nachforschungen an. Unter anderem bei dem Elder Dragon Blütenwelk. Ist, glaube ich, eine Drachin. Ja, mit ihr konferiert sie. Und ja, sie will irgendwie ihren Fehler wieder gut machen. Und Gideon, der sich für sie geopfert hat im Krieg der Funken, wiederbeleben. Und ja, wie das ausgeht, wissen wir noch nicht. Aber das ist eines ihrer Ziele. Und jetzt in der dritten Episode von den Webgeschichten, die wir lesen konnten, ja, gibt es auch ein Gespräch mit Will und Rowan, wo sie sich gegen einen gemeinsamen Feind vermutlich verbünden werden, der auch noch auf dieser Welt existiert, nämlich die Orik. Die Orik, die schleichen nämlich heimlich durch Strixhaven und versuchen sich das Wissen anzueignen, damit ihr Anführer Extus mächtiger werden kann. Genau. Und hier muss ich wieder dran denken, was Jochen uns in unserer Folge zu Schwarz so erzählt hat, dass er so enttäuscht ist von schwarzen Kreaturen, weil die oftmals so stupide Ziele haben. Und Orik, der ist nicht schwarz, der ist schwarz und weiß. Und trotzdem findet man in der Lore irgendwie nur, dass er die Macht haben will, was ich ein bisschen dünn finde an der Stelle. Ne, also die Orik sind quasi ja, so ein bisschen ausgestoßen. Es wird so abfällig gesagt, das sind die nicht genommen wurden, ja, die sich organisiert haben. Aber wer weiß, ne, so richtig genau weiß man es eben nicht. Die ziehen durch die Lande und die, ja, die scharwenzeln durch Strixhaven durch und versuchen sich das Wissen anzueignen, trotzdem zu klauen irgendwie, im Wühlen durch den Biblioplex, dieses riesige, haben wir gar nicht erklärt, ne, eine riesige Bibliothek, quasi eine immense, unfassbare Bibliothek, die wahnsinnig viel Wissen in sich trägt, wo gar keiner mehr so richtig durchblickt, wie so eine Stadt, da gibt's sogar unterschiedliches Wetter da drin, habe ich gelesen. Ach cool. Genau, und die versuchen sich Macht anzueignen und in der Geschichte wurde es bisher noch nicht erzählt. Ne? Also wir nehmen den Podcast auf, nachdem die ersten drei Episoden draußen sind. Den Rest müsst ihr euch dann quasi selber durchlesen. Aber es gibt ja diese wunderbaren Storykarten. Ne? Also wenn ihr bei Scryfall sucht nach, was ist das? Extras, Doppelpunkt, Story? Nee, is Doppelpunkt, Story. Is Doppelpunkt, Story. Dann seht ihr diese ganzen Story-Spotlight-Karten und da ist ja unter anderem drauf, dass der Blutavatar beschworen wird und dann gibt es die Karte Gipfelpunkt der Studien, wo Will und Rowan zugleich gegen den Blutavatar, was so ein riesiges, ja, teufelsähnliches Wesen ist, kämpfen und da steht noch drunter Wills Gedankenschnelligkeit vereinte sich mit Rowans roher Kraft, um den Avatar des Blutes zur Strecke zu bringen. Ja, also sowas könnte man sich vorstellen, geht in die Richtung, hundertprozentig genau können wir es noch nicht sagen, aber es scheint so zu sein und Will und Rowan werden da von Liliana so ein bisschen mit reingezogen und was ich auch ein bisschen schwach fand an der Stelle in der Story, Will nimmt das total an, der sagt, ja, die hat gesagt, das ist irgendwie wichtig, da müssen wir jetzt alle mitmachen und Rowan denkt sich, also komm mal, weil die uns das sagt, ist doch nicht unser Ding, also ernsthaft, so, wo ich eher ein bisschen mit Rowan mitgehe und es ein bisschen in dem Moment schwach geschrieben fand, dass Will da so einfach mitgeht. So. Genauso wie Liliana da irgendwie mitgeht und sich sagt, ja, das ist total gefährlich und so weiter, obwohl sie nur einmal so einem Orik-Typen begegnet ist. Ja, und sie auch schon ein bisschen Erfahrung hat als Gatewatch-Mitglied. Ja. Wen es auch noch nach Strixhaven verschlagen hat, ist Luca aus Ikoria. Kommen wir noch einen rein, oder? Genau, der ist irgendwie auch da. Der
ist ja von Ikoria weg und wahrscheinlich dann direkt nach Strixhaven gelangt, also nach Arcavios. Und der bandelt mit den Oryk an. Zu welchem Zweck, wissen wir noch nicht, aber eigentlich nur, weil er irgendwie dumm angemacht wurde bei seinem ersten Besuch in einem Dorf, weil irgendwie alle Angst vor dem Oryk haben und sie ihn für einen Oryk halten. Und dann sagt er, vielleicht bin ich ja ein Oryk, vielleicht kommen ja die anderen gleich noch. Und denkt er, na Mensch, die Oryk sind vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn jetzt, Das finde ich auch, das finde ich irgendwie doof. Also erstmal, Luca ist einer, ne, dessen Funke ist erst gesparkt. Wie sagt man, der Funke hat ist aufgefunkt. Das heißt, der kann mit seinen ganzen Planeswalker-Fähigkeiten noch nicht so richtig umgehen. Der flickert halt so von einer Welt zur anderen und taucht da plötzlich auf, sodass ich die ganze Zeit Angst habe, hey, wenn er nicht aufpasst, macht's flups und er landet irgendwie auf dem nächsten Plane und weiß gar nicht, wie er da hingekommen ist. Jedenfalls kommt er da an, ist orientierungslos, humpelt da quasi rum, kommt in einen Kneipenkonflikt rein und wird als Oryk angemacht, weil irgendwie die einfältigen DorfbewohnerInnen irgendwie Angst vor allem haben, was fremd ist und was anders gekleidet ist und denkt sich so, wenn ihr mich dumm anmacht, dann bin ich vielleicht einfach so ein Oryk. Und dann passiert aber, finde ich, das Absurde, der nimmt das so krass an, dass er dann auch irgendwie so deren Kampf mitkämpft von den Oryk und dann sogar im Fight gegen Kasmina irgendwie sich stellt und dann versucht Strixhaven zu invasionieren, sagt man, glaube ich. Ja, einzunehmen. Zu überrennen. Naja, er hat ja diese geile Fähigkeit, er kann sich mit Tieren verbünden, ja. Verbinden. Mit Y geschrieben wird das ja, ne? So ein Seelenbünder. So Fantasy Y. Genau, der kann sich mit Tieren verbinden und das finden die Oryk natürlich ganz spannend. Und das finde ich auch sehr spannend an dem Charakter, dass er das noch so richtig entdeckt auch irgendwie, was er da für Fähigkeiten hat. Und ja, finde es spannend, dem zu folgen, weil es irgendwie auch noch ein unentschlossener Charakter ist. Und ich fände es jetzt schade, wenn er sich einfach so jetzt für die dunkle Seite der Macht entschlossen hätte und ab sofort hat er einfach nur noch Absicht, Macht zu bekommen, beziehungsweise auch der Exodus hat ja auch keine richtigen Absichten außer Macht, warum soll der dem jetzt helfen? Also es macht für mich noch keinen richtigen Sinn und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht sollten wir einfach in unserer nächsten Folge dann auch noch den Rest der Geschichte noch mal ein bisschen beleuchten, nachdem wir jetzt so den Anfang erzählt haben und wir ja noch nicht mehr wissen zu dem Zeitpunkt. Lass uns das doch beim nächsten Mal gerne noch machen. Fände ich, glaube ich, schön, wenn wir das den Hörerinnen und Hörern noch erzählen könnten, wie es dann weitergegangen ist. Haben wir dann erstmal. Super, jetzt seid ihr auf dem Laufenden. Genau, das ist erstmal so ein bisschen die Welt. Ich hoffe, ihr fühlt euch willkommen. Und habt vielleicht jetzt Lust, ein paar Sprüche zu klopfen hier auf der Welt oder ein paar Sprüche zu lernen. und ich würde sagen, wir gehen nach ein paar Zwischentönen zu den Mechanismen über, wenn du einverstanden bist. Bitte. Boom. Genau, neues Set, neue Mechanismen. Vielleicht wir sind hier, um ein paar Zaubersprüche zu lernen. Genau, vielleicht davor noch ein bisschen Statistik. Wir haben ein bisschen recherchiert. Oh ja. Genau, haben wir uns überlegt. Stats, wie die Command Zone genau, Stats. Sagen ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ja Strixhaven jetzt so als dieses Zaubersprüche kümmern? Nein. Spells Matters. Spells Matters. Lass mal einfach stehen. Ist, glaube ich, die richtige deutsche Übersetzung. Ja, ist auch schön. Hast ja Alliteration. Zaubersprüche zählen. Ich habe mal geguckt und zwar gibt es in dem Set 275 Karten. Davon sind 129 Karten Kreaturen. Das war auch in Kaltheim so. Also, ja, genau, 129 Karten sind Kreaturen. Aber fast genauso viele, nämlich 127 Karten, sind entweder Spells oder Sorceries. Also Spontanzauber oder Hexereien. Und in Kaltheim waren das nur 58. Also krass. Weniger als die Hälfte. Und weil wir vorhin von diesen Token gesprochen haben, 24 von diesen Sprüchen machen eben Creature-Tokens. Im Gegensatz zu Kaltheim, da waren es nur 7. Also man sieht schon. Ach, wow, ist krass. Hier schwingt das Pendel eindeutig in die Richtung von Spontanzaubern und Hexereien, ohne dass weniger Kreaturen ins Spiel kommen. Aber es gibt dazu noch Sprüche, die eben auch noch Kreaturen machen. Und da bin ich mal ganz gespannt, wie sich das ganz spielen wird, weil, ja, klingt erstmal interessant. Also, wo halt dann die Abstriche gemacht worden sind, Artefakte und Verzauberungen. Da gibt es deutlich weniger als im letzten Set.
Du hast auch noch ein paar Zahlen. Ja, als du damit angefangen hast, diese Stats zu machen, war ich ganz angestachelt. Ich glaube, für die nächsten Folgen bereiten wir immer mal so ein paar Stats vor. Ich habe jetzt nur was Kleines rausgesucht. Aber ich finde es ganz, ganz spannend, mit Hilfe von Scryfall das Ganze ein bisschen zu durchforschen und zu gucken, was wie gewichtet ist. Hm. Du sagtest in der Vorbereitung, als du die ganzen in der Spoiler-Season, also die ganzen Spoiler kamen, ja, kam dir sehr vor, dass ein sehr, sehr humanoider Plane ist, so, ne, und sehr, sehr viele Menschen da irgendwie rumrennen und du ein bisschen die ganze Tierwelt so vermisst hast. Und humanoid stimme ich dir zu, aber ich habe mal konkret nach den Humans geschaut. Es sind in Strixhaven 36 Karten, die Humans, 36 Human-Kreaturen drin. Okay, von den 129, ne? Von den 129. Und jetzt, also es ist auf jeden Fall von allen Sets, die im letzten Jahr oder jetzt Beginn ein Jahr zurück bis Ikoria rausgekommen sind, das Set, wo die meisten Humans drin sind. Okay. Aber jetzt eine kleine Aufgabe für dich. Aus den vier Sets, die rausgekommen sind, Ikoria, M21, Zendikar und Kaltheim, versuch doch mal, die in eine Reihenfolge zu bringen. Wo waren die meisten Humans drin, wo waren die wenigsten Humans drin? Ihr könnt es zu Hause auch machen oder wo auch immer ihr gerade seid, liebe HörerInnen, und dann mal vergleichen. Also wir haben Zendikar. Zendikar. Wir haben das Core-Set. Core-Set, versuchst du die gerade schon in Reihenfolge zu bringen? Ich schreibe mir die erstmal kurz auf und dann sortiere ich die mal kurz. Und dann haben wir M21 und Ikoria. Ikoria und jetzt eben Ikoria und Kaltheim. Mhm. Also ich würde sagen, die meisten Menschen waren in Ikoria. Mhm. Dann hätte ich gesagt Ikoria, Entschuldigung. Mhm. Dann hätte ich gesagt auch im Englischen übrigens, Ikoria. Dann hätte ich gesagt, das Core-Set. Dann hätte ich gesagt Zendikar und ganz am Schluss Kaltheim. Extrem gut. Ich hätte es komplett verhauen. Du hast es nicht hundertprozentig richtig gemacht. Am meisten waren in M21 drin, nach Strixhaven. Da waren es 35, also einer weniger. Ikoria, 32 Menschen in einem Set, was eigentlich hauptsächlich aus Monstern besteht. Aber die hatten halt die andere Fraktion mit den Verteidigern der Städte und das waren alles Menschen. Ja, genau, das stimmt. Zendikar sind es 29 und dann haben wir Kaltheim. Da sind es nur 17. Ja, wegen der neuen Welten habe ich gedacht, die Menschen gibt es ja nur auf einer, also ist höchstens ein Neuntel Menschen. Ja. Oder ein Zehntel. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hätte es komplett falsch gemacht. Das hast du sehr gut gemacht. Dann lass uns doch mal über die Mechanismen sprechen, in denen diese Karten auftauchen und was diese Karten so Schönes tun. Und lass mal überlegen, inwiefern das in unserer Welt, in Strixhaven, alles Sinn macht, diese Mechanismen. Der erste Mechanismus nennt sich Lerne eine Lektion oder im Englischen Learn. Es ist eine neue Schlüsselwortaktion, eine neue Keyword-Action, wie es heißt. Und sie gibt einem immer drei Optionen, die man ausführen kann. Learn kommt eben auf Sprüchen oder auf Karten vor oder ich glaube auch sogar auf Kreaturen. Und man hat eben mehrere Optionen. Die erste ist tatsächlich, man nimmt eine Lektionskarte von außerhalb der Partie auf die Hand. Lektionskarten sind Spontanzauber oder Hexereien, die den neuen Subtyp Lektion haben. Das sind also Karten, die im Deck starten können, aber die auch außerhalb des Decks erstmal leben können, im Sideboard, und die man sich dann über Lerne eine Lektion auf die Hand holen kann. Das kann man tun. Wenn man das nicht möchte, kann man eine Karte abwerfen und dann eine Karte ziehen. Und die dritte Option ist einfach nichts zu tun. Also man ignoriert dann Lerne eine Lektion komplett. Das Interessante ist, das sind Effekte auf vielen Karten, die so ein bisschen Standardeffekte von Magic sind. Ich habe mir das so ein bisschen so erklärt, das hat dann tatsächlich was mit Lernen zu tun. Also jemand macht was vor und dann machst du es nach und hast dabei was gelernt und kannst dir quasi einen neuen Spruch in deine Bibliothek holen, also beziehungsweise auf deine Hand, in dein Kurzzeitgedächtnis als Magier. Die Sprüche sind dadurch etwas teurer. Und ich habe mir das so gedeutet, es ist halt anstrengend, wenn man einen neuen Spruch lernt und den noch nicht kennt, dann kostet der auch ein bisschen mehr und muss auch ein bisschen teurer erkauft werden. Durch den Vorteil eben auch, dass man ihn von außerhalb garantiert findet und auf die Hand nehmen kann zu dem Zeitpunkt, wo man eine Lektion lernt. Also das wäre zum Beispiel ein neuer Mechanismus, lerne eine Lektion, learn, den ich ganz, ganz gut getroffen finde für so eine Ich finde den neckisch, ja.
Der wirkt so total top-down, ne? Also so richtig schön genau für diesen Einsatz entwickelt. Nicht aus irgendeinem anderen Set geklaut oder irgendwo aus einer anderen Entwicklung nochmal mit reingesneakt, sondern wirklich so, hey, es muss sich so anfühlen, dass sich die SpielerInnen was Neues aneignen. Wie so ein Studentin oder ein Student, der dann einfach irgendwie eine neue kleine Fähigkeit hat, einen neuen kleinen Spell. Die machen natürlich erstmal relativ simple Dinge irgendwie, diese Lektionen. Ich habe keine Ahnung, wie gut die spielbar sein werden, ob die groß Spaß machen werden. Ich könnte mir vorstellen, im Limited sind sie gut und in allem anderen so meh. Aber wer weiß, in einem Commander, im Late Game finde ich es eigentlich immer geil, so ein bisschen mir noch Karten ranholen zu können, wie auch immer, ne? Also, das ist natürlich auch. Darfst du das im Commander? In unserer Playgroup ja. Ja. Und wer nicht weiß, wie unsere Playgroup funktioniert, der muss sich beim Commander Kompass die Hausregelnfolge anhören, weil der wir zu Gast waren. Was witzig ist, Mark Rosewater hat erzählt, dass dieser Mechanismus eigentlich in Kaladesh Verwendung finden sollte und da Erfindung heißen sollte und du hättest dir quasi in dieser Erfinderwelt Karten auf die Hand holen können, eben was eben jetzt die Lektion geworden sind, wären da Erfindungen gewesen. Ah, okay, also ist doch woanders hergeholt. Ah ja, spannend, aber auch das hätte ganz gut funktioniert. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen ähnlich, ne? Nur wird es mir halt hier von nirgendwo gegeben, ne? Hat dann verloren gegen Energie, weil das schon ein komplizierter Mechanismus war, der ins Set sollte. Und dann haben sie die Erfindungen rausgenommen und kommen jetzt eben wieder als Lernen. Und ich finde, es macht auch vom Flavor hier tatsächlich viel mehr Sinn, weil dieses Bild, diese Metapher von deiner Bibliothek als dein Zauberbuch und deine Hand als deine Sprüche, die dir quasi gerade zur Verfügung stehen in deinem Kurzzeitgedächtnis, das funktioniert ganz, ganz gut mit der Metapher. Du holst dir quasi neue Sprüche, du hast die gelernt, du musst die noch ein bisschen üben. Also das ist ein witziger Mechanismus. Mhm. Was haben wir noch? Ja, finde ich auch. Was haben wir denn noch? Wir sind in der Welt der Magiestudenten und der MagierInnen, sind wir eigentlich immer, aber irgendwie hat man sich gedacht, komm, wir machen jetzt mal hier was speziell für diese ganze Anhäufung von Magiern. Die sagen ja auch in Strixhaven, irgendwie kann jeder hier zaubern, ne? Irgendwie der einfachste Bauer, der bestellt sein Feld durch Magie und so. Wir haben Magiefertigkeit, Magecraft. Das ist ein Fähigkeitswort, ein Ability-Word. Und das macht Folgendes, dass es einfach sagt, hey, immer wenn du einen Spontanzauber oder Hexerei wirkst oder kopierst, dann passiert XYZ. Genau, ist quasi eigentlich total simpel. Spellfall. Ja, genau. so ein bisschen schon Copyfall, ne? Dass man es kopiert, kann auch noch relevant sein irgendwie. Gerade wenn ich dann an die Copy-Decks, die bei uns in der Playgroup gespielt werden, denke, oh ja. Dann kann das schon gefährlich werden. Und es wurden ja auch schon die ein oder anderen heftigen Endlos-Kombos irgendwie identifiziert. Das kann ziemlich krass sein. Passt, belohnt halt, dass man Zaubersprüche wirkt, ne? Sprich, diese Instant Sorceries, ne? Die Lektionen, die man sich auf die Hand nimmt. Wobei, ne, gilt das für die? Das sind ja nur Lektionen, die sind ja keine Instants und Sorceries, oder? Doch, das ist ja ein Untertypus von Instant und Sorceries, die Lektionen. Ah, okay. Ah ja, alles klar. Dann finde ich das super. ich finde es ganz cool. Es kombiniert sich, wie wir festgestellt haben, ganz schön mit den anderen Sachen. Wie wir gerade gelernt haben. Auch für mich ist das ein Prozess des Lernens heute, so wie für die übrigen PlaneswalkerInnen auf Strixhaven auch. Und von daher finde ich die, glaube ich, einfach genug für so ein schönes Set wie Strixhaven. Die komplizierten Sets haben wir zwischendrin, wie es Time Spiral und Modern Horizons 2 und sowas. Könnte so ein bisschen dieser Kleber sein, der das ganze Set so ein bisschen zusammenhält, weil irgendwann zauberst du immer mal eine Hexerei und einen Spontanzauber bei, wenn du 127 im Deck hast und dann wird halt irgendwas ausgelöst. Ja. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, das auszulösen und einzusetzen. Ich glaube, das ist einfach so ein Brot-und-Butter-Mechanismus in diesem Set. Genau so fühlt sich's an. Und als das funktioniert, ist ganz gut und mehr muss es nicht können. Und die richtig guten Teile sind halt dann, zieh eine Karte als Belohnung zum Beispiel. Soll ich da mal Abwehr erklären? Mach mal, denn was tut man, wenn links und rechts mit Zaubereien gesprochen wird? Dann wehrt man die ab. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, was abgewehrt wird, ob das jetzt nur innerhalb der kleinen Duelle im Strixhaven sind oder ob es da auch schon Richtung des großen Konflikts auf der Welt gibt. Aber das werden wir dann vielleicht noch sehen in den letzten Teilen der Lore. Auf jeden Fall ist Abwehr oder im Englischen Ward ein neues Evergreen-Schlüsselwort, ein Evergreen-Keyword. Das heißt, es kann ab jetzt in jedem Set vorkommen.
Und der Aufschrei wird groß sein, wenn es nicht im nächsten Set mindestens schon wieder drin sein wird. Ihr habt doch gesagt, das ist ein neues Evergreen-Schlüsselwort. Ja, ja, das werden sie jetzt erstmal eine Weile durchziehen. Ja. Das ist eine ausgelöste Fähigkeit. Das heißt, die wird ausgelöst, wenn eine bleibende Karte von euch Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, die ein Gegner kontrolliert. Dann wird die nämlich neutralisiert. Oder der Zauberspruch wird neutralisiert, es sei denn, der Gegner bezahlt die Kosten, die hinter dem Wort Abwehr stehen. Das sind meistens Mana-Kosten, denke ich, ne? Sind es immer Mana-Kosten? Weiß ich gar nicht genau, will ich mir gerade nicht meine Hand ins Feuer legen dafür. Das ist so eine Art softes Hexproof, ja. Hexproof hat dafür gesorgt, dass man nicht mit dieser Karte interagieren konnte. Und das ist ja zu starr oder war zu starr im Blick der Game DesignerInnen. Und die haben sich gedacht, wir müssen hier irgendwas machen. Und das haben sie die letzten Sets ja auch schon immer gemacht, ne? Also diese Formulierung sollte euch eigentlich nicht neu vorkommen, zu hören, wenn dieser Zauberspruch Ziel eines anderen wird, dann muss dein Beherrscher irgendwie zwei mehr bezahlen oder was auch immer. Und das hat man hier im Grunde durchgezogen, hat es verschlagwortet, um das dann halt auch besser designen zu können, ne? Wenn eine Karte sehr, sehr schwer damit umzugehen sein soll, dann sagt man halt, du musst 8 Mana bezahlen, wie bei diesem Octopus, der jetzt hier in Strixhaven drin ist, dann ist das eigentlich ein Hexproof. Aber es ist eben nicht kein vollständiger Ausschluss davon, dass man mit dieser Karte interagieren kann. Und genau, und wenn es eben nur so eine leichte Abwehr sein soll, dann macht man eben, hey, du musst 1 Mana, 2 Mana, 3 Mana bezahlen, um mit dieser Karte zu interagieren. Also das finde ich wirklich spannend und schön aus einer Game Designer Sicht sozusagen. Es gibt auch eine Karte, da musst du 3 Leben bezahlen, um Abwehr auszulösen. Genau, es sind nicht nur Mana-Kosten, ne? Genau, und witzigerweise gibt es auch nur 4 Karten in den Draft-Boostern, die Abwehr haben. Also ja, ist ja auch nichts, was für dieses Set spezifisch ist. Und ich glaube, in den anderen waren es auch immer nur 2, 3, die diese Formulierung drauf hatten. Nur hat man es jetzt halt verschlagwortet. Genau, also die großen Mechanismen sind wahrscheinlich Lernen und Magiefertigkeit. Ja, genau. Naja, und zu guter Letzt ist natürlich auch die modalen doppelseitigen Karten, ne? Die MDFCs, Modal Double-Faced Cards, die sind auch wieder da. Und in vollster Blüte, möchte ich sagen. Ja, erzähl gerne weiter. Ach so. Weil ich dachte, du fängst jetzt an, dich darüber aufzuregen, wie viel Text drauf ist. Gut, dann mache ich das, weil mich stört das auch, dass nämlich diese beiden, erstmal finde ich es cool, auch wieder aus einer Game-Design-Sicht oder aus einer Sicht, wenn man für einen digitalen Raum designt, ne? Dafür, dass man eben ein Kartenspiel macht, wo man die Rückseite nicht sieht oder halt in den Sleeve packt, ist das schon eine gefährliche Sache, da hinten drauf so sehr viel Text zu schreiben. Und in diesem Set haben sie sehr viel Text auf beide Seiten geschrieben. Oh ja. Und ich finde es ein bisschen zu viel. Beim letzten Set dachte ich schon so, ja, na gut, um die paar Karten, den Tibalt und so, da kann ich mich irgendwie drücken, die werde ich vielleicht eh nie ziehen oder mir kaufen oder irgendwas. Da stürzt mich nicht so. Hier habe ich das Gefühl, wenn ich eine Rare ziehe, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass ich eine ziehe, die eben auf beiden Seiten viel Text hat und die ich dann noch spielen möchte. Und ich muss es mir dann halt gut einprägen oder irgendwie eine andere Krücke schaffen, die mein Gegner, meine Gegnerin dann irgendwie nicht sieht oder was auch immer. Und jetzt, so wie ich das sehe, kommt es mir so vor, dass das, was sie in Zendikar Rising gemacht haben, Zendikars Erwachen, dass sie da schon auf dem Höhepunkt waren. Auf der einen Seite ein Spell und auf der Rückseite ein Land, was in den meisten Fällen getappt ins Spiel kommt oder eben ungetappt und dir Schaden macht oder einfach so ungetappt ins Spiel kommt. Das fand ich großartig, wirklich ganz, ganz großartig, weil sie eben diesen Grundkonflikt, den man bei Magic hat, ziehe ich ein Spell oder ziehe ich ein Mana, wie bereite ich mein Deck vor, dass das eine und das andere die richtigen Wahrscheinlichkeiten zueinander hat, das haben sie damit ein bisschen aufgeweicht auf eine ganz, ganz angenehme, großartige Art und Weise und ich hoffe, sie werden noch mehr modale, doppelseitige Karten drucken, aber eben auf der Rückseite hoffe ich mir dann einfach Länder. Ja, das hat in Zendikar wunderbar funktioniert, also mein bestes Beispiel ist immer noch hier Kasuls Klippen. Und das Land oder die und Kasuls Zorn, wo dann einfach an diesem Ort passiert eben das, weil da ist Kasul und das passt einfach zusammen. Die zwei Dekane hier, die sind ja auch nicht immer zusammen unterwegs. Also die sind ja weder verwandt, verschwägert, die unterrichten einfach an unterschiedlichen Enden der Fakultät. Und nur um diesen Widerspruch zu zeigen. Bei den Dekanen finde ich es manchmal noch am sinnvollsten. Bei diesem Extus von den Oryk finde ich es irgendwie doof. Der hat auf der einen Seite halt, das ist der Extus, auf der anderen Seite ist es der Sorcery, der halt den Blutavatar beschwört. Ja. Und es sind halt einfach zwei Karten und die sind halt zusammengeklebt irgendwie. Und die passen so ein bisschen thematisch zusammen, aber die drücken nicht das aus, was irgendwie eine Karte mit zwei Seiten für mich ausdrückt. Ja, und Will und Rowan sind ja auch Vorder- und Rückseite, hast du gesagt. Mhm, genau. Das heißt, das sind auch Illustriert von Anna Steinbauer, ganz großartig. Sind Will oder Rowan?
Ja, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das ist, finde ich, absurd, weil in der Geschichte geht es ja darum, dass sie quasi bemüht sind, ihre beiden Energien zu verbünden, ja, so richtig zu vereinen und dann die maximale Power rauszukriegen. Und das wäre ja geil, wenn man das im Spiel nachstellen könnte, wenn die sich aufeinander beziehen, auf eine Art und Weise, dass wenn sie beide im Spiel sind, ist die Partie gelaufen, weil du dann irgendwie krasse Sachen machen kannst, die du sonst nicht machen könntest. Das hat so ein bisschen, ich finde ja immer noch Meld ziemlich geil, so ein Mechanismus, der in Eldritch Moon, den es in Eldritch Moon gab, genau, und hoffe, dass der irgendwann wiederkommt. Und das hätte ich halt geil gefunden, wenn man die so nebeneinander, wie nebeneinander zusammenpacken kann. Meld, was quasi nicht zu einer neuen Karte wird, sondern ne, zwei zusammen und plötzlich besteht so eine Szenerie, die irgendwie ganz, ganz tolle mechanische Sachen macht. Passiert in dem Fall halt leider nicht, aber ist okay, kannst auch nicht alles auf einmal lösen. So. Aber das finde ich halt irgendwie zu viel und manchmal bricht sich sogar so, wie mit den modalen doppelseitigen Karten in diesem Set umgegangen wurden. Wie findest du generell die Mechanismen jetzt für dieses Set? Also wie fühlt sich das Set für dich an? Haben wir letztes Mal auch so ein bisschen für Kaltheim besprochen. Bist du genauso überwältigt? Fühlt sich es für dich anders an, neu an, vertraut an? Also überwältigt bin ich nicht in ganz angenehmer Form. Das hat mich bei Kaltheim wirklich schon ein bisschen mitgenommen. Was aber auch cool ist, das hat einfach Spieltiefe und das ist ein Set, was danach 6 Monate Pause bräuchte, weil man irgendwie so lang immer weiter reinsteigen kann. Und das ist so ein Set, da fühle ich mich gleich irgendwie, das ist mir gleich irgendwie vertraut. Auch, glaube ich, weil so zwei Farbkombinationen einfach schön sind, leicht zu begreifen sind, auch von der Story her. Die Story, gut, ist hier und da ein bisschen zu leicht zu begreifen, aber ich meine, es ist tatsächlich eher das Worldbuilding, finde ich diese widerstrebenden Colleges und die in sich widerstrebenden Farben ganz, ganz cool. Und das macht mir mechanisch auch Spaß. Und die Welten, die sie hierum geschaffen haben, um diese zwei Farbkombinationen, die sind wirklich ganz toll und die sind nicht zu nah dran an Boros und Simic und Orzhov und Golgari und Izzet, sondern die bauen wirklich was Eigenes und das hat mich positiv überrascht, mechanisch, ne? Also mechanisch bauen die was Eigenes und das hat mich positiv überrascht. Ich bin gespannt, wie sich dann spielt und wie ich mich dann fühle, wenn ich dann einen Haufen blaue und blaue-schwarze Karten habe und merke, dass irgendwie Demir hier keine Fakultät ist. Das hat ja in den Gildensets in den letzten ganz gut funktioniert, dass man dann wirklich ja auch auf eine von diesen 5 unterstützten Farbkombinationen einschwenken konnte. Ich hoffe, das klappt hier auch so. Da war natürlich in Kaltheim so ein bisschen mehr Raum da, dass du auch noch vielleicht so im zweiten Booster nochmal schwenken konntest. Ich weiß nicht, wie sich das hier gestaltet. Da bin ich gespannt. Dieses ganze Schulthema funktioniert für mich ganz gut. Ich finde, es ist halt wieder Hashtag Harry Potter, sag mal was dazu. Ja, Hashtag Harry Potter, vielleicht ganz kurz davor noch ein Satz. Hashtag amerikanische Highschool. Also man merkt, ja, stimmt, da wolltest du was sagen. Man merkt schon, dass das wieder eine amerikanische Sicht auf das Schulwesen ist, also von den Fröschen, die assoziiert werden und Popquiz, also diese ganzen Tropes, die kennt Junior, man natürlich. Senior. Genau. Die kennt man natürlich aus amerikanischen Highschool-Filmen. Manches davon funktioniert auch im Deutschen. Kommen wir vielleicht gleich noch bei unserer Preisverleihung drauf, was vielleicht nicht so funktioniert. Und die große Diskussion, ist das jetzt das Harry Potter-Set? Jetzt, wo ich es gesehen habe, finde ich nicht, dass es so wirklich eins zu eins eine Schablone dafür ist. Man erkennt schon ein paar Sachen wieder. Also dieser Einladungsbrief, der dann wie eine Eule aussieht und überhaupt dieses ganze Eulenthema und diese verschiedenen Häuser natürlich, die verschiedenen Fakultäten. Dann man kann Quidditch spielen in Strixhaven? Ja, man kann so dieses ich klau dir dein Maskottchen-Spiel spielen. Capture the Flag. Ja, Capture the Flag mit Magie. Genau, also ja, also ich glaube, wenn es jetzt hart auf hart käme, könnten sie jetzt nicht bestreiten, dass Harry Potter da einen Einfluss gehabt hat auf dieses Set. Es ist jetzt aber nicht der 1:1 Abklatsch und es gibt jetzt nicht den Riesen und man kennt jetzt nicht jeden Dekan und jeden Schüler wieder. Aber ganz ernsthaft, was ich so ein bisschen vermisse, auch aus Harry Potter, ist, die Welt ist relativ erwachsen, finde ich. Ich hätte es mir, das ist so ein bisschen college-mäßig, nicht highschool-mäßig. Und ich hätte es mir vielleicht so fast so ein bisschen highschooliger gewünscht, ja, irgendwie. Okay. Jüngere SchülerInnen, so internatsmäßig vielleicht sogar. Irgendwie hätte ich das geil gefunden, einfach mal so ein Set mit Kindern einfach auch zu haben.
das bietet sich schon alles sehr so der Zielgruppe an, sage ich mal. Und ich hätte es geil gefunden, wenn es einfach ein bisschen mehr wildere, ja, so Kindergeschichten sind. Hätte mich überhaupt nicht gestört, ganz im Gegenteil. Aber ne, wir haben eine relativ erwachsene Welt hier. Es geht auch viel um die Dekane, um die Professorinnen und Professoren und so weiter. Will und Rowan sind jetzt auch keine Kinder mehr, so, weiß nicht, wie alt die sein werden in Menschenjahren, keine Ahnung, 18, 19, 20 bis 25, ja, irgendwas. So. Genau, aber ich konnte es irgendwie akzeptieren. Und ja, wenn man sich so durchs gesamte Set durchschaut, was wir ja für unsere Preisverleihung, die gleich kommt, mehrfach getan haben, dann ergibt das alles irgendwie Sinn. Das hat irgendwie ergibt das eine konsistente Welt und das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie es sich für mich anfühlt, wenn ich spiele. Ich war bei Kaltheim ein bisschen mehr gefesselt. Also diese amerikanische Highschool-College-Identität hat mich jetzt nicht sofort gecatcht. Ich finde jetzt, wo ich es gesehen habe, ganz nett. Werde es natürlich auch spielen. Diese nordische Welt hat mich irgendwie tatsächlich mehr abgeholt. Aber ich lasse mich jetzt gerne überraschen, wie sich das dann spielt. Und wenn man dann wirklich die Karten mehrmals gesehen hat und denkt, ah ja, ist dann doch ganz schön eine witzige Schulallegorie. Ja. Ich hoffe, sie erzählen diese Will- und Rowan-Geschichte ein bisschen schöner und mit ein bisschen mehr Liebe weiter. Weil dieses ganze Coming-of-Age-Ding, das funktioniert für mich total gut. Egal, ob es jetzt Filme sind oder Bücher oder irgendwas und auch in Magic. Aber es fühlt sich gerade ein bisschen damit an, dass wir kommen an, wir haben einen Konflikt und wups, kommt schon irgendwie der Krieg daher wieder. Und ja. Lukas ist jetzt ein Bösewicht übrigens. Ja. Genau, ich hoffe, sie überstürzen es nicht. Aber was ich ganz spannend finde als so Gedankenspiel, ich stelle mir die ganze Zeit vor, irgendwann werden sie ja wieder in Strixhaven sein und dann wird es halt die Enemy Colors geben. Oder sind das jetzt die Enemy Colors? Also die anderen fünf Farbkombinationen. Gerade sind es die Enemy Colors. Genau, danke. Und die anderen fünf Farbkombinationen. Und ich frage mich, wie sie es machen werden. Und was ich spannend finde, ist, dass die Studentinnen und Studenten hier, sie bewegen sich frei so zwischen den Häusern hin und her. Und da kann eben auch mal eine Rowan irgendwie sich mit Blütenwelk-Studentinnen rumtreiben und dann vielleicht, genau, verändert die auch ein bisschen ihre Farbe. Vielleicht gibt es auch einen Konflikt und der führt zu einer Durchmischung der Farben oder zu einer Auflösung in dieser Welt. Das finde ich ganz spannend. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie wäre es, wenn Liliana plötzlich ein schwarz und weißer Planeswalker wäre. Das wäre cool. Das wär ein schöner Twist. Vielleicht hat Mark Rosewater auch eine Wette verloren und muss dann innerhalb einer Zeitspanne von 5 Jahren dafür sorgen, dass Liliana weiß wird. Und dann gibt es im Süden von dem Kontinent, gibt es dann die Partner-Uni und da sind dann die anderen 5 Farbkombinationen zufällig zu Hause. Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Bitte, lass es so nicht sein. Das sind dann die Kane aus Takir hingegangen in die Schule. Genau, und da gibt es auch nochmal 5 Drachen, die haben bislang in der Höhle gelebt. Dreifarbigen Schule muss es dann noch geben. Ja, okay, hey, komm. Wir können, glaube ich, echt viel hier noch drüber philosophieren, aber ich würde sagen, wir unterbrechen das an der Stelle. Kommen zur Zeugnisausgabe. Yay! Ja, ist schon die 6. Stunde. Da. Ging. Ich musste ja tatsächlich bis zur 11. in die Schule gehen. Ich hatte sogar meine 12. Stunde. Da war ich dann 17.30 Uhr durch. Das hatte ich auch mal. Da war die letzten Stunden Physik. Das war immer dienstags, das war immer ganz spannend. Danach waren wir nur noch albern. Wirklich, ja. Nur noch albern. Das war wirklich lachend auf dem Boden liegen und keiner weiß warum. Und so geht es uns jetzt ähnlich, wenn wir über die Preise sprechen, die wir für Strixhaven verleihen. Es wird wieder in 3 Kategorien Preise geben, in sich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Wir vergeben Preis für die Übersetzungen, allerdings jeweils einen für die beste und die schlechteste Übersetzung eines Kartentitels. Wir vergeben Preise für den Flavor, auch hier für den besten und für den schlechtesten Flavor. Und Martin und ich küren jeweils die beste Illustration des Sets. Und vergeben hier, wir nennen ihn den silbernen Tasty. Ja, einmal im Jahr gibt es den goldenen Tasty und in jedem Set wird ein silberner Tasty verliehen. Und den gibt es gleich auch noch. Womit fangen wir an? Ja, ich habe mir aufgeschrieben als erstes den Übersetzungs-Win. Das ist jetzt ähnlich wie beim letzten Mal. Wir können aber was anderes machen, wenn du sagst. Nö, los geht's. Okay, mein Übersetzungs-Win ist eine Karte aus Prismari. Kostet 5, ein blaues und ein rotes und heißt im Englischen Elemental Masterpiece. Und ich lese jetzt mal im Deutschen vor, was die macht. Ist eine Hexerei. Erzeuge 2 4/4 blaue und rote Elementarwesen-Kreaturspielsteine. Da haben wir die Tokens, die Prismari macht. Und dann für
zwei blaue, zwei rote, ein blaues oder ein rotes, kann man sich aussuchen, wirf das elementare Meisterwerk, da haben wir schon den deutschen Titel gehört, ab und erzeuge einen Schatzspielstein. Und ich fand diese Übersetzung elementares Meisterwerk eben sehr schön, weil das eben auch ein Begriff ist, den ich aus dem Deutschen kenne und ja, war überrascht, dass es im Englischen anscheinend auch ein Ausdruck ist, Elemental Masterpiece, aber dieses elementare Meisterwerk, also wirklich so, ja, das ist mein Meisterwerk, mein Meisterstück und das ist grundlegend für meine Arbeit, fand ich sehr schön. Und das streicht halt eben auch diesen, ja, diesen Anspruch von Prismari raus, die Künstlerfakultät zu sein. Ist auch schön, dass es eine Common ist, ne? Die kostet übrigens 7 Mana, das hat sie noch vergessen zu erwähnen, aber es ist schön, dass es eine Common ist und deswegen auch ein elementares Meisterwerk, so, ne? Etwas, was jedem zugänglich sein sollte. Genau. Cool. Mein Einstieg in unsere Preisverleihung, das elementare Meisterwerk. Was hast du für den Übersetzungswin? Ganz kurz zwei Sachen zuvor. Und zwar finde ich sehr, sehr geil, dass sie Learn einfach nicht mit Lernen übersetzt haben, sondern mit Lerne eine Lektion. Und die Karte, der Subtyp der Karte, die man sich reinholt, auch eine Lektion ist. Das finde ich super cool. Das erklärt viel besser. Der Flavor hilft einem hier richtig. Man weiß, was man zu tun hat. Lerne klingt auch irgendwie so wie, na, überlegst dir nochmal so ungefähr. Das fand ich irgendwie doof. Und im Deutschen Lerne eine Lektion finde ich richtig, richtig schön. Ne? Dann im Englischen ergibt es irgendwie komische Sätze, ne? Ist zum Beispiel beim Sparring Regimen. When Sparring Regimen enters the battlefield, learn. Also man hat dieses enters the battlefield, ne? Was ja irgendwie auch so ein fast bisschen metaphorisch zu verstehen ist, ne? Dann dieses learn und so weiter. Und im Deutschen klingt das wie so ein richtiger funktionierender Satz. Wenn der Kampftrainingsplan ins Spiel kommt, lerne eine Lektion. Ne, also wenn der Kampf, wenn er sozusagen der Kampftrainingsplan ins Spiel, also irgendwie auf den Plan kommt, ne, auf den Plan gerufen wird, wenn das sozusagen in die Stunde reinkommt, dann lernst du eine Lektion. So, das fand ich erstmal wirklich, wirklich schön und ergibt inhaltlich, mechanisch und flavormäßig ganz oft mehr Sinn. Und die Karte, die bei mir gewonnen hat, ist der Traumkauz. Der heißt im Englischen Dreamstrix. Und ich, genau, liebe einfach Übersetzungen, die es schaffen, den Rhythmus und in dem Fall ist es Dreams, Tricks, was sehr in die I-Laute reingeht, zu übertragen auf Traum, Kauz, was so in die Au-Laute reingeht, finde ich einfach wirklich, wirklich schön. Ich sag kurz, was die Karte macht. Es ist eine Rare für 3 Mana, 2 und ein blaues, eine Kreatur, Vogel, Illusion, fliegt und wenn der Traum Kauz das Ziel eines Zauberspruchs wird, opfere ihn. Wenn der Traumkauz stirbt, lerne eine Lektion. 3-2 ist die Power Toughness. Also meine, finde ich gelungenste Übersetzung ist Dreamstrix, der Traumkauz. Sehr schön. Passt auch zu Strixhaven mit dem Eulenthema. Irgendwie schon. Sieht so ein bisschen aus wie das Strixhaven kleine Set-Symbol, ne? Der Kauz, dessen Flügel ausgebreitet sind. Kauz ist eh schön. Kauz. Kleiner Uhu. Eine kleine Eule ist ein Kauz. Willst du gleich weitermachen mit dem Übersetzungs-Fail oder willst du was anderes machen? Ja, ich mache sehr, sehr gern weiter mit dem Übersetzungs-Fail. Der ist, ja, ich fand, die hatten es hier nicht so leicht, die ÜbersetzerInnen. Denn hier gibt es viele englische Wortspiele, die auf so Wortdoppeldeutigkeiten, die so in der Schule benutzt werden, aber auch irgendwie so auf die Magie passen, genutzt werden. Die krasseste Doppelbedeutung, die möchte ich kurz nennen, das ist der Hall Monitor. Ja, Hall Monitor ist so ein jemand, der aufpasst, der so einen Flur überwacht. Und im Deutschen ist das halt der Hallenwaran. Und ich dachte so ein bisschen, hä? Hallenwaran? Was macht ein Waran in Strixhaven? Also cool, ne? Kann irgendwie alles sein. Aber ich kam das schon so richtig wie irgendein Wortspiel vor, was nicht übersetzt werden konnte. Und Monitor ist halt einfach ein Wort aus dem Englischen, was übersetzt werden kann, ja, mit so einem Monitor, ja, also, ne, wo man so reinguckt am Rechner oder halt Überwachungs- oder jemand, der was überwacht. Zum oder Aufpasser. Halt Waran. Aufpasser oder halt Waran, kann man es auch übersetzen. Also die hatten es wirklich, wirklich nicht leicht und gerade bei Prismari hatte ich das Gefühl, gab es viele solche Anspielungen. Und gewonnen sozusagen oder verloren, sag ich mal, hat eine Karte bei mir, die in blau ist und auch aus dem Prismari-Haus, das Wasserzeichen aus dem Prismari-Haus hat. Und es ist die Mehrfachauswahl. Eine wunderschöne Karte, die fast mein Flavor-Win geworden wäre. Mehrfachauswahl kostet X und ein blaues, ist eine Hexerei.
Und du kannst quasi mit X, je nachdem wie viel du für X bezahlst, kannst du eine andere Funktion dieser Karte, einen anderen Effekt dieser Karte ausführen. Ne? Also wenn X gleich 1 ist, passiert was, wenn X gleich 2 ist, passiert was, 3 und 4. Fand ich ganz schön. Erkläre ich jetzt nicht weiter, die ist wieder so eine Karte mit 9 Zeilen Text. Und die heißt halt im Englischen Multiple Choice. Und Multiple Choice ist halt so ein eingedeutschter Begriff, den ich jetzt auch nicht besser übersetzen könnte, aber irgendwie fand ich es, war so eine Karte, wo es mich so richtig enttäuscht hat, die Übersetzung. Ich dachte, ah ja, Multiple Choice, klar, sie können es irgendwie nicht übersetzen, aber es ist für mich Sinnbild dessen, was auch so schwierig war an Übersetzungen in diesem Spiel und wäre eine Karte, die ich vielleicht eher im Englischen spielen würde, weil mir selber Multiple Choice leicht über die Lippen geht und ich genauer weiß, was damit gemeint ist als Mehrfachauswahl, weil ich kann ja nur ein was auswählen von dieser Karte und nicht mehrere Dinge. So, ne? Weil ich dann irgendwie, wenn es im Deutschen übersetzt ist, dann so wortwörtlich nehme. Ankreuztest, ja, wäre was gewesen. Die Mehrfachauswahl, ne? Multiple Choice, der Ankreuztest. Ja. Ja, mach du bitte weiter. Ich habe auch einen Flavor Fail, der aus dem Schulbereich kommt. Und zwar habe ich die Karte rausgesucht, Snow Day. 4 und 2 blaue für einen Spontanzauber. Der sagt, tappe bis zu 2 Kreaturen deiner Wahl. Sie enttappen nicht während des nächsten Endsegments ihres Beherrschers. Ziehe 2 Karten und wirf dann eine Karte ab. Flavortext ist noch, elementare Manifestation für Fortgeschrittene fällt aus, bis alle Studenten aufgetaut sind. Mit ein Aushang im Prismari-Wohnheim. Und, auch ein bisschen witzig. Heißt im Englischen eben Snow Day. Und ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, wenn ihr Skifahren gegangen seid oder rodeln. Bei uns hieß es auf jeden Fall nicht verschneiter Tag, wie die Karte im Deutschen heißt. Und ich glaube einfach, das hätte einfach Schneetag heißen sollen, weil der Snow Day ist dann eben der Tag, wo Schnee gefallen ist, wo eben die Schule ausfällt und das wird im Deutschen nicht mit verschneiter Tag benannt. Bei uns gab es den Begriff kältefrei. Sowas hätte ich eher erwartet. Hitzefrei kennt ja jeder und schneefrei. Ich komme ja aus dem Erzgebirgsvorland. Und da war tatsächlich, wenn zu viel Schnee gefallen ist, hat das komplette Verkehrssystem wie überall auch lahmgelegt und dann sind die Busse zum Teil die Berge nicht mehr hochgekommen und so weiter. Und dann konnte man eben zu Hause bleiben, dann gab es kältefrei, nannte sich das dann. So ist es ja ein bisschen gemeint, nur ist es halt Magic-mäßig übertrieben worden, indem die StudentInnen gleich alle eingefroren sind. Genau, also verschneiter Tag klingt so ein bisschen idyllisch für das, was es eigentlich ist. Also schneefrei ist natürlich dann, da kommen die Massen von Schnee runter und alles friert ein und ja, das ist ein schöner verschneiter Tag und so. Und das war mein Übersetzungsfail. Na, dann machen wir doch gleich mit den Fails weiter. Und zwar mit den Flavor-Fails, weil du es gerade angesprochen hattest. Genau, bei den Flavor-Fails habe ich eine Karte rausgesucht, die eine Lektion ist. Kostet 7 farblose Mana. Also eine farblose Karte. Beliebige Mana. Stimmt, farblos wäre dieses, dieses Winding. Ja, genau. Wie heißt es? Karo. Raute. Karo spielen wir nicht. Karo. Spielen Stellen. Genau, und diese Karte mit 7 beliebigen farbigen Mana heißt im Englischen Mascot Exhibition und im Deutschen heißt sie Maskottchenschau. Und was sie macht ist, sie erzeugt einen 2-1 weißen und schwarzen Tintling-Kreaturenspielstein, also das Maskottchen von Silberkiel mit Flugfähigkeit, einen 3-2 roten und weißen Geist-Kreaturspielstein, also das Maskottchen von Kundhort, und einen 4-4 blauen und roten Elementarwesen-Kreaturspielstein, also das Maskottchen von Prismari. Jetzt frage ich mich, wo sind die anderen zwei? Also wenn das eine Maskottchenschau ist, und wo ist das Maskottchen von Quantrix? Ja, irgendjemand muss ja zugucken, ne? Und wo ist das Maskottchen von Blütenwelk? Also für eine Maskottchenschau ist es einfach nicht vollständig. Das ist, das ist so ein bisschen mein... Ist auch eine seltsame Lektion, ehrlich gesagt. Ja, ist eine seltsame Lektion. Dafür, dass sie einfach zeigen muss. Ja, hier die drei, die haben wir, die können wir euch zeigen, die anderen, weiß ich nicht, hat Hund gefressen, hat Hausaufgaben nicht gemacht. Ja, die üben halt noch, die üben noch. Ja, also fand ich ein bisschen schade, ich hätte es schön gefunden, also dafür, dass es eine Mythic ist, hätte ich auch erwartet, dass da jetzt wirklich alle 5 Maskottchen einmal zusammen beschworen werden. Hätte ich auch schön gefunden. Ja. Genau, mein Flavor Fail. Wäre zu teuer geworden. Die Maskottchenschau. Was ist bei dir? Es ist auch eine Lektion. Und zwar die launenhafte Transformation. Die kostet 1 und ein blaues Ankommen ist eine Hexerei. Und ich lese die kurz vor. Bis zum Ende des Zuges verliert eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, alle Fähigkeiten und wird entweder zu einer blauen Froschkreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 1-1
oder zu einer blauen Oktopus-Kreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4. Mhm. Du entscheidest, steht in Klammern schräg dahinter. Das ist so ein bisschen der Regelerklärtext. Und mein Problem. Denn launenhafte Transformation klingt nicht so, als hätte ich irgendwas daran zu entscheiden. Ja, stimmt. Denn wie der Flavortext uns sagt, ist auch noch, gütige Sonne, ich will einfach eine Krabbe. Du entscheidest. Das ist witzig, aber es wäre so witzig, wenn ich eine Münze werfen müsste, was passiert. Oder wenn es irgendwie der Zufall entscheidet. Wenn ich vielleicht sogar die Krabbe hätte, so, aber der Zufall irgendwie entscheidet, was endlich rauskommt. Und einfach, dass ich hier wählen muss, mache ich einen 1-1 Frosch oder einen 4-4 Oktopus, das macht keinen Sinn, weil ich will den ja gar nicht, ich will ja eine Krabbe haben. Steht ja unten drunter, ich will eine Krabbe haben. Warum soll ich einfach was anderes wählen? Ist für mich ein absoluter Flavor-Fail. Punkt. Ich verstehe. Gütige Sonne. Ich will einfach eine Krabbe. Ich verstehe nicht, warum der Frosch in einem Käfig sitzt, in einem Vogelkäfig. Ja, weil er einen Vogel haben will in der Illustration. Das ist, macht alles voll. Ja, er will doch eine Krabbe. Also wenn er eine Krabbe haben will, wird er sich auch kein Käfig hinstellen. Du hast absolut recht. Und das macht von und hinten alles keinen Sinn. Und so wie er guckt, so gucke ich auch, ja, ein bisschen ungläubig, dass es so eine Karte gibt. Also Wizards, das könnt ihr wirklich besser. Und das ist ein absoluter Flavor-Fail. Sorry. Nee, also finde ich auch, also ganz komische Karte, ganz komische Karte. Ja, zusätzlich dazu, dass der Biblioplex nicht legendär ist und ich mehrere Biblioplexe spielen kann, ja, obwohl das so ein einzigartiges Ding ist. Egal, das ist nicht mein Flavor-Fail gewesen, aber auch einer. Das hat man ja schon mit dem World Tree, der ja auch mehrmals vorkommt. Genau, ja, ja. Das ist ein Fehler, den sie jetzt öfter machen wollen. Okay, lass uns zu den positiven Dingen übergehen. Flavor Win und danach gibt's den selber einen Tasty. Aber erst Flavor Win, Martin, was hast du? Der Flavor Win ist eine Karte, die ich mir bei unserem Adventskalender schon so halb herbeigewünscht habe und die es jetzt tatsächlich gibt. Wenn du dich erinnerst, ich hatte diese Karte mit der langen Heimreise, wo eine Karte ins Exil geschickt wird, wenn sie nach Weihnachten zu Hause geht und dann kommt sie zurück und hat einen +1/+1 Counter, ist also hat sie ein bisschen zugelegt und so. Ja, richtig, genau. Diese Karte gibt es jetzt mit dem offiziellen Flavor, wie ich ihn beschrieben habe, und nennt sich hier Ende des Semesters. Ist ein Spontanzauber, kostet 3 und 1 Weißes, ist legendär, wie sagt man, selten, und macht Folgendes. Schicke eine beliebige Anzahl an Kreaturen und oder Planeswalkern deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegmentes unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Jede davon kommt mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel, falls es eine Kreatur ist, beziehungsweise mit einer zusätzlichen Loyalitätsmarke, falls es ein Planeswalker ist. Wunderschön dargestellt, was die großen Ferien sind, oder Spring Break wahrscheinlich, wie es in dem College im College-Setting sein müsste. Aber sag ganz, das nicht so entnervt. Aber ganz toll, die Schüler gehen in die Ferien, gehen ins Exil, beliebige Anzahl, also alle gehen in die Ferien und kommen zurück. Und haben +1/+1 Marken, also sind erfahrener geworden, vielleicht haben sie was gelernt, vielleicht haben sie auch ein bisschen gefeiert. Sind sie auch gewachsen und größer geworden? Genau. Und sind wieder guten Mutes und frisch gestärkt, kommen sie ins neue Semester zurück. Also ganz, ganz toll. Finde ich eine schöne Metapher. Und meine Weihnachtskarte endlich als offizielle Karte nochmal wiedergekommen. Sehr schön. Mein Flavor Win ist das Strixhaven Stadion. Oh. Das Strixhaven Stadium. Einfach, weil es in sich so eine schöne kleine Geschichte erzählt und ein Minigame macht. Und was wäre besser geeignet für eine Karte, ein Minigame zu machen, als ein Stadion, in dem ein kleines Spiel gespielt wird? Kostet 3 Mana, ist ein Artefakt, rare. Und macht folgendes: Tap, erzeuge ein farbloses Mana, lege eine Punktemarke auf das Strixhaven Stadion. Eine Punktemarke muss ich auf das Strixhaven Stadion legen. Ich habe also einen Punkt bekommen. Immer wenn dir eine Kreatur Kampfschaden zufügt, entferne eine Punktemarke vom Strixhaven Stadion. Oh, nee, wenn der mir Schaden zufügt, deren Punkt, muss ich einen Punkt abgeben. Mist. Und immer wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, einem Gegner Schaden zufügt, lege eine Punktemarke auf das Strixhaven Stadion. Ha, wenn ich dann, da drüben dir Schaden mache, dann kriege ich einen Punkt. Und falls danach 10 oder mehr Punktemarken auf ihm liegen, entferne alle und jener Spieler verliert die Partie. Cool, witzig, sehr, sehr schön. Kannte ich noch gar nicht tatsächlich. Habe ich mir nicht so genau angeguckt, als dass ich dieses Schmidigame entdeckt hätte.
Ja, ganz, ganz cool. Muss ich unserem Boris Basti in der Playgroup danken, dass er mich auch nochmal direkt darauf hingewiesen hat, auf diese Karte. Die ist echt witzig, ne? Also kann man sagen, über diesen Squidditch-Abklatsch oder was auch immer man sich vorstellt, Sport ist ein wichtiges Element in Colleges, in Amerika sowieso, sei es nun Basketball oder Football oder Baseball oder eben das, was, wie heißt das Spiel eigentlich, was die hier spielen, Strixhaven? Magieturm. Magieturm. Weil das Maskottchen sitzt oben auf dem Turm. Auf den Türmen ist ja. Das Maskottchen oder, das ist nicht, nee, ist nicht das Maskottchen, ist irgendein Artefakt, oder? Nee, es ist das Maskottchen. Was man sich dann, ach, es ist das Maskottchen, okay. Ich, egal. Also so man muss es sich ergattern und man muss es auf die andere Seite bringen. Also wirklich Capture the Flag, sodass man es leicht versteht. Ich finde es ganz schön hier, ne? Das macht zwar, das erzählt zwar ein bisschen von der Geschichte her was anderes, als du musst was holen und auf deine Seite bringen, sozusagen, im Sinne von, ne, du musst dir eine bleibende Karte, die beim Gegner, bei der Gegnerin ist, irgendwie nehmen und auf deine Seite bringen, und sondern hier wird eher so ein, ja, klassisches Punktespiel erzählt. Aber es ist irgendwie so ein schönes Spiel in sich. Es passt super gut zu dieser Karte. Es bläst auch damit irgendwie dieses ganze Spiel nicht viel größer auf, sondern vereint ganz, ganz viel auf dieser Karte, auf einer Karte. Ist ein schönes, spannendes Artefakt mit einer interessanten, nicht Win-Con, sondern Lose-Con für den Gegner. Also man kann hier irgendwie ganz schön einzelne SpielerInnen rauskicken, was mich auch dann ein bisschen gewillt macht, das Ding einfach mal in mein Atraxa-Deck reinzupacken. Also in meinem Wucherung-Deck quasi reinzubauen. Das finde ich irgendwie ganz schön und ja, deswegen ist das mein Flavor-Win. Ist aber, musst du Punkte sammeln für jeden Gegner, ne? Jener Spieler verliert die Partie? Das ist nur quasi der letzte Hit, den ich bei irgendjemandem mache. Okay, verstehe. Der bestimmt, welchen Spieler ich auswählen kann. Wie das allerdings ist, wenn ich quasi mehrere Spieler gleichzeitig treffe und dann die notwendigen Marken zusammenlegen, um, ich glaube, ich muss ich, falls er nach 10 oder mehr Punktemarken auf ihm liegen, entferne alle und jener Spieler. Ach so, dann, nee, also du musst 10 pro Spieler ausgeben, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Du kannst nicht, wenn 10 drauf liegt, 3 angreifen. Ich vermute mal, dass ich mir dann einen Spieler auswählen kann, in dem Fall, ne? Witzig. Ja, kannst du hochwuchern bis auf 20 und dann kannst du 2 rausnehmen. Muss ich nur 2 noch Schaden zufügen. Irgendwie cool. Mag ich die Karte. Schönes kleines Minigame. Irgendwie auch eine nette Bedrohung. Macht bestimmt was Nettes, wenn es im Spiel ist, weil sobald ich die spiele, sind alle im Game. Und es ist eine interessante Art und Weise, ein Subgame zu machen. Gut. Schön. Dann kommen wir jetzt zur letzten Disziplin, dem silbernen Tasty, für die beste Illustration aus unserer Sicht. Und bevor wir die verleihen, müssen wir noch kurz über was sprechen, Martin. Ich ahne schon. Wir haben noch gar nicht über das Mystical Archive gesprochen. Ja. Das Mystical Archive ist quasi die Showcase, der Showcase-Frame, wenn du so willst. Es gibt keine Showcase-Karten in diesem Set, aber es gibt das Mystical Archive. Das heißt, random in Brewster reingestreut oder in welchem Seltenheitsverhältnis, das weiß ich jetzt nicht genau, aber hin und wieder kann man eine Karte aus dem Mystical Archive ziehen. Das sind legendäre Instants und Sorceries, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die halt ja so Masterpiece-mäßig jetzt hier drin sind, allesamt einen interessanten, spannenden, abgefahrenen Frame haben und alle ein neues Artwork. Und in den japanischen Boostern, und nur dort, da gibt es sie nochmal mit einem alternativen Artwork, nämlich mit japanischer traditionell Kunst. Aussehenden japanischen Gemälden. Sind die geil. Die hätte ich so gern. Die sind erstmal, ich weiß nicht, ich will darüber gar nicht so lange reden, weil ich finde die einfach geil. Wie findest du die? Ich finde die super. Also die japanische Version hätte ich sofort gern genommen. Wir haben ja auch sehr spezielle Illustrationen in der deutschen, in der europäischen Variante. Und eine davon müssen wir erwähnen, und du hast sie hier aufgeschrieben. Ja. Willst du sie kurz vorstellen? Genau, Carly Masur hat Faithless Looting illustriert. Die hat auch noch Harmonize illustriert. Und die hat einen eigenwilligen Stil. Die malt nämlich sowohl fotorealistisch als auch große, einfarbige, grafische Flächen. Und das beides zusammen sorgt halt für einen extreme Kontraste im Bild. Sehr, sehr starke Farben verwendet sie und sicherlich ein sehr eigenwilliger Stil, der womöglich keine normale, in einem normal gedruckten Set, eine Magic-Karte aus einem normal gedruckten Set bebildern würde.
Aber für dieses Mystical Archive, da hat man sich eben abgefahrene IllustratorInnen gesucht und hat ganz, 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 ganz großartige Illustrationen anfertigen lassen. Und um eine ihrer Illustrationen gab es einen Aufschrei in der Community, den ich so noch nicht gehört habe. Es gab diverse Probleme tatsächlich, ne? Also es gab irgendwie einen jemand, der kopiert hat, eine Fanart kopiert hat und so mhm. und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich will wirklich über diese Karte sprechen, denn hier scheiden sich die Geister. Ihr habt sie mit Sicherheit gesehen. Wenn nicht, zeigen wir sie euch als Kapitelbild und verlinken sie euch, wie auch immer. Auf der Seite, auf der Twitter-Seite von Carly Mazur, da seht ihr auch nochmal ein hochauflösendes Bild davon, Full Art quasi, denn hinter der Textbox geht das Gemälde noch weiter. Und Martin, wie findest du die Karte, die Illustration? Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein Stil ist es nicht. Nicht auf Magic-Karten und ich würde mir das, glaube ich, auch nicht in die Wohnung hängen. Ich finde es interessant, ich finde es mutig, dass das gemacht wurde. Ich kann das auch wertschätzen. Ich finde es nur nicht, also mir gefällt es tatsächlich nicht. Ich finde die Technik interessant, ich finde es spannend, dass das so collagenartig gemacht wurde. Wie gesagt, ich kann es künstlerisch wertschätzen, es ist bloß nichts, was mir gefällt. Ich habe tatsächlich auf zweierlei Ebenen extrem krasse Eindrücke. Als die bei uns rumging, hatte die jemand in unserer Playgroup, in unsere Chatgruppe reingepostet und hat drunter geschrieben, Fake oder echt oder irgendwie sowas, ne? Und ich habe die Karte angeguckt und ich musste wirklich kurz drüber nachdenken. Mhm. Und da dachte ich, wow, das hatte ich noch nie bei einer Magic-Karte, ja? Dass der Stil so anders war und so herausgestochen hat, dass ich das nicht einordnen konnte. Dann habe ich mir die genau angeschaut. Das war schon mal geil, dass eine Illustration mich dazu zwingt, sie genau anzuschauen. Und habe gemerkt, warte mal, hier geht was ab, was auf den ersten Blick vielleicht scheiße aussieht. Ne? Also ich will jetzt gar keine krassen, wenn ihr Kraftausdrücke lesen wollt, schaut euch die ganzen Twitter-Threads an. So, die sind wirklich extrem. Und die Hater, die sind da draußen und ihnen ist Magic offenbar sehr wichtig. Und Magic ist mit dieser Illustration mal wieder gestorben. Und was nicht alles, ne? Da könnt ihr euch alles durchlesen. Aber es teilt die Leute, weil eben viele genau hingucken, wie ich finde, und diese Karte halt auch wirklich abfeiern. Denn wie ich sagte, viele haben eben nicht gecheckt, dass das Ding komplett in Öl gemalt ist, sondern die dachten, da ist ein Foto grob überpinselt worden. Und das ist es eben nicht. Die malt wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende, fotorealistische. Ja, ich muss euch vorstellen, an den Personen, alles was Haut ist, ist fotorealistisch und alles was drumherum ist, ist farbflächig gemalt. Und die ganze Komposition, alles, wie das zusammenspielt, das passt wirklich perfekt zusammen. Und ich finde, es ist eine der besten Illustrationen dieses Sets. Aber vor allem wird sie herausgehoben dadurch, dass es eben eine große Debatte dadurch gibt. Und die gehört für mich zu dem Gemälde mit dazu. Ist nicht derselbe silberne Tasty, den ich verleihe übrigens, ja. Aber die gehört für mich mit dazu, eben weil sie die Leute zwingt, hinzugucken und weil Magic schon immer eine Plattform war für außergewöhnliche IllustratorInnen. Von Beginn an hat Drew Tucker abgefahrene Sachen in Aquarellen gemalt, die es so mittlerweile nicht mehr gibt, für die halt dann ja so Flächen geschaffen wurden, wie diese ja, Mystical Archive, die ganzen Secret Lairs, die Showcase Frames und so weiter. Und deswegen finde ich, passt die hier mega gut rein. Aber eine Sache, und ich glaube, an der, wenn die anders gemalt worden wäre, hätte es diese Diskussion nicht gegeben. Das sind die roten Augen. Und zwar sind das die roten Augen, ja. Wenn die einfach nur das Gesicht noch und die Augen komplett gemalt hätte, dann hätte es diese Diskussion nicht gegeben. Aber statt den Augen setzt sie einfach zwei rote Punkte, was einem auch nochmal zeigt, ne, wie stark der Mensch in seiner Betrachtung fokussiert auf so menschliche Wesenszüge, auf Gesichtszüge, auf Augen eben. Ne? Ja, aber das ist hier nicht geschehen. Sie hat diese Augen durch zwei rote Punkte ersetzt auf einer schwarzen Maske unter einer Kapuze. Genau, und dann steht diese ja fast männlich aussehende Person dann auch noch in einem Kleid da und zieht, wie du dir vorstellen kannst, diverse homophobe Kommentare ja, nach sich. Das ist nicht cool und man kann von der Kunst halten, was man will. Man kann natürlich anerkennen, auf jeden Fall, wie gut das gearbeitet ist und wenn es einem gefällt, super, wenn es einem nicht gefällt, guckt man sich eine andere Illustration an, aber Hass und Ablehnung gegenüber der Künstlerin
das geht auf gar keinen Fall. Und ja, das finden wir auch nicht gut. Genau, sie hat auch viel Liebe bekommen, muss man auch sagen, ne? Und hat auch viel Schutz aus der Community bekommen, was ich sehr cool finde, dass Leute eingesprungen sind, mit den ganzen HaterInnen diskutiert haben. Ich bin da auch ein bisschen reingestiegen und habe ein paar Bob Ross-Memes verteilt und so weiter. Das ging hier und da mal nach vorne und auch mal nach hinten los. Aber es war sehr, sehr spannend, einfach mal über ein ja vermeintlich unpolitisches Thema so auf Twitter zu sprechen. Also kommt auf Twitter, schaut es euch an. Und ja, sagt uns, was ihr davon haltet. So, Martin, jetzt würde ich einfach mal anfangen. Ja. Mit deiner, auch wenn ich schon ganz viel gesprochen habe, aber ich mach's kurz. Mit deiner eigentlichen prämierten Karte für den silbernen Tasty. Ja, genau. Ich würde es gerne dem ganzen College verleihen. Denn was Quandrix hier in diesem Set macht, visuell, das taugt für mich extrem. Ich finde es einfach ganz, ganz toll, wie hier Blau und Grün aufeinander prallen, türkise Welten schaffen und dann noch diese übereinander, dieses Übereinanderlegen, thematisch, aber auch rein visuell, von ja menschlichen Gestalten zu ja mathematisch kantigen, regelmäßigen Formen, die so ein bisschen immer ja sehr geometrisch gestaltet sind. Das taugt für mich auf jeglicher Ebene. Ich hole mir auf jeden Fall das Quandrix Pre-Release Pack und das Quandrix Commander Deck, einfach nur, weil diese Welt visuell so wunderschön ist. Und die Karte, die gewonnen hat, die von mir den silbernen Tasty verliehen bekommt, ist der Biomathematiker, der Biomathematician von Igor Kiriluk. Ich habe es mir von einer polnischen Freundin sagen lassen, wie man ihn ausspricht. Igor Kiriluk. An der Karte, die ist eigentlich relativ leicht aufgebaut. Ich sehe einen Magier, der eigenwillig seine Hände verschränkt, einen Zauberspruch wirkt, nicht eine Hand ausstreckt, so wie es irgendwie 95% aller anderen Magier in Strixhaven tun. Ich habe noch nie so viele Karten mit ausgestreckten Händen gesehen. Sondern der verwinkelt die so seltsam vor seinem Körper, als würde er die Form einer Urzeitschnecke, eines Ammoniten irgendwie beschreiben, ne? Und da sieht man so ein bisschen die Tentakel, die so hinter seinem Finger herauskommen und drumherum zwischen seinen Händen verbunden. Schneckenförmig ist eben dieses Schneckenhaus, was so ja ganz klare, wie so geometrische, aus so geometrischen Formen zusammengesetzt ist. Finde ich ganz, ganz großartig. Es ist einfach ein super schön gelungenes Bild. Und diesen Typen, den Igor Kiriluk, den habe ich schon länger auf dem Schirm. Den wollte ich schon fast in Kaltheim den silbernen Tasty geben für seine Illustration von Skull Raid. Mhm. Schaut euch diese Karte an. So einem Wikinger mäßig so ein großes Monster hinten auf der Schulter hockt und dann so die Finger in den Schädel vergräbt. Und dann sieht man so die Zähne blitzen, die einen so an, und dann starren einen so diese goldenen Augen an und so. Schaut euch seine Sachen an. Ihr findet mit Sicherheit eine Illustration, die ihr in einem eurer Decks spielt. Er hat wirklich ganz, ganz legendäre Karten illustriert. Und ich war sehr überrascht, als ich seinen Namen gelesen habe, nachdem ich die Illustration gesehen hatte. Und die ist mir nach dem mehrfachen Durchgehen von all diesen Illustrationen, auch von den Illustrationen von dem Mystical Archive, immer wieder vor Augen gekommen. Auch diese anderen Quandrix-Sachen. Wunderschön. Und von mir gibt's hier für den silbernen Tasty. Coole Auswahl, finde ich schön. Also mir gefällt das auch. Also die Skyraid-Karte fand ich auch ganz toll, hatte ich auch schon in der engeren Auswahl. Und ja, auf die Biomathematiker bin ich nicht gekommen. Ich habe eine andere Karte rausgesucht. Ich gebe dir aber recht, es waren wieder ganz viele tolle Illustrationen in dem Set. Ich hätte fast auch wieder was von Wiley Beckert nominiert. Ganz toll. Also kommt für mich fast ran an Seth MacKinnon, wobei der natürlich für uns immer auf einer ganz anderen Stufe steht. Aber ihr Stil gefällt mir wirklich sehr gut. Habe mich aber für eine andere Karte entschieden. Und ich verleihe den silbernen Tasty Miranda Meeks für ihre Illustration von Fraktur oder Fracture. Das ist ein Spontanzauber, ein weißes, ein schwarzes. Zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung und einen Planeswalker deiner Wahl. Also vielleicht auch gar keine schlechte Karte zum Spielen, aber auch eine wunderschöne Karte, um sie sich anzugucken. Wie der Name Fraktur schon sagt, sieht man hier etwas Zerbrochenes. Und zwar Glas, Spiegel zerbricht. Und man sieht auf den einzelnen Scherben ein weibliches Gesicht in ganz verschiedenen emotionalen Zuständen. Also von Wut bis Trauer, Freude und Erschrecken ist alles dabei. Und es zeigt ganz, ganz toll diese verschiedenen Gemütszustände. Miranda Meeks hat es auf diesen einzelnen Scherben ganz toll illustriert.
Sie ist noch nicht so lange dabei als Illustratorin. Ihre erste Illustration, kennst du wahrscheinlich auch, war aus Throne of Eldraine, die nächtlichen Plünderer. Das waren diese Meervolkräuberinnen tatsächlich, die im Nebel da mit dem Netz durch das Moor waten. Und hat im letzten Set die Kümmerkrone gemacht und die schwelgende Patrizierin, wenn dir die noch was sagt, diese schwarz-weiße Karte, die aussieht wie eine rote Karte, durch diesen blutroten ja, Hintergrund. Ja, geil, stimmt, so eine Orsov-Karte, die aber halt so fast aus, also so krass rot gestaltet ist. Stimmt, geil. Genau, und ich habe ein bisschen nachgelesen, sie versucht halt in ihrer Kunst Schönheit mit Dunkelheit oder zu verbinden und das alles so ein bisschen zusammenzubringen. Also auch diese verschiedenen Enden, die wir bei den einzelnen Colleges hatten, finden sich in ihrer Art wieder. Und sie versucht auch hauptsächlich, starke Frauen ins Bild zu rücken. Und das hat man eben bei den nächtlichen Plünderinnen gesehen, bei der schwelgenden Patrizierinnen. Und ich finde jetzt hier auch bei Fraktur, finde ich auch ihre weiblichen Darstellungen, weiblichen Darstellungen von Figuren ganz, ganz toll. Und wie sie mit dem Licht arbeitet, das einsetzt, mir gefallen diese Illustrationen sehr, sehr gut und deswegen geht mein Silberner Tasty an Miranda Meeks für Fraktur. Ja, und damit haben wir die sechste Stunde geschafft und können vielleicht noch kurz in die Freistunde hinüberwechseln. Das war definitiv eine Doppelstunde bis hierher, deswegen, komm, jetzt gibt's noch einen Nachtisch und dann sind wir raus für heute. Was haben die Schulkantine noch offen gelassen für den Nachtisch? Also, es gibt rote Grütze, die ist aber pink. Und der war vermutlich nie Obst. Die schmeckt aber trotzdem besser als die selbstgemachte, zumindest in meiner Erinnerung. Pulver noch so im Mund hängen bleibt und kennst du das noch? Mit so Grieß gemacht, ja, glaube ich, manchmal. Ja. Ich fand die geil, keine Ahnung warum. Ich glaube, weil ich als Kind einfach die Farben geil fand. In diesen Plastikschüsseln, ne, mit den Alulöffeln gab es die dann. Es gibt einen kleinen Nachtisch, buchstäblich. Ich habe nämlich hier ein paar sehr kleine Magic-Karten. Wer uns auf Twitter folgt, unter @tasty_mtg, hat die schon mal gesehen. Ich habe die auf einem anderen Channel gesehen und konnte nicht umhin und habe mir die aus den Staaten bestellt. Wenn ich kleine Magic-Karten sage, dann meine ich wirklich kleine Magic-Karten. Ich habe hier Karten, die sind 36 x 44 mm groß. Ich glaube, davon passen so 4 Stück oder vielleicht sogar ein bisschen mehr auf eine Magic-Karte. Warte mal, ich muss das hier mal kurz testen. 1, 2, 3, 4. Ja, wenn man so 4 nebeneinander legt, dann sind die ziemlich genauso groß wie eine Magic-Karte. Und zwar gibt's von der Firma oder von der Marke, Reihe, Trademark World's Smallest gibt's die Dual Decks Jace vs. Ruska und Ajani vs. Nicole Bolas. Das sind Decks von 2014. Jace vs. Ruska habe ich tatsächlich in groß. Ach, wirklich? Ach, geil. Ist ja witzig. Da müssen wir die mal nebeneinander halten. Und du kannst dir hier Dual Decks kaufen, da sind halt 2 Decks drin, 60 Karten, ne? Also genau die Decks, die es damals auch gab, nur dass es eben sehr, sehr kleine Karten sind. Und diese Firma, die macht alles Mögliche, einfach in klein. Es gibt zum Beispiel den kleinsten Rubik's Cube, der ist so groß wie ein Centstück, ne? Oder wie so eine kleine Münze. Es gibt ein kleines Uno, ein kleines Pictionary, ein Mini Scrabble und so weiter. Nett. Und das ist so deren Ding und das ist so ein offiziell von Magic the Gathering gebrandetes Teil, also kein Brandraub oder irgendetwas, sondern tatsächlich einfach ein schönes kleines Ding. Ich habe jetzt hier den Jace vor mir, einen kleinen Jace, also den echten Baby-Jace sozusagen und Future Sight und das Body Double und so weiter. Ne? Da sind jetzt auch keine Karten von Wert drin, aber ich dachte, auch vielleicht hat es auch ein bisschen Sammlerwert, aber ich habe es trotzdem aufgerissen. Ich will es vielleicht auch trotzdem mal spielen und vielleicht ist es ja auch mal ein Gag, wenn man es in sein Deck packt. Ich sag mal so, die Oversized-Karten heimlich in sein Deck zu packen ist schwieriger. Hier kann man mal was reinsneaken und du erinnerst dich vielleicht auch an diese Silverborder-Karte, wo 4 Karten drauf sind. Ja, das ist. Und da muss man eine wählen. Genau. Das kannst du dir selber nachbauen. Ja, genau. Nett. Also wirklich einfach ein schönes Geschenk mit Versand aus den Staaten. Was habe ich bezahlt? 15 Euro, 16 Euro oder sowas. Kann man mal machen. Dauert 2, 3 Wochen, bis es da ist. Wirklich ein schönes, kleines, neckisches Ding. Man muss es über einen der großen Online-Versandhändler bestellen. Aber
witzig. Aber die Dual-Decks sind auch gute Decks zum Gegeneinander spielen. Also wirklich, ist auch ein gutes Produkt, was man kauft. Ja, ich hätte bestimmt immer genügend Platz, um vollformatige Karten mitzunehmen in den Urlaub, in den ich fahre. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, außer es mir anzugucken und einfach immer wieder so ein bisschen in mich hineinzukichern. Sehr nett. Und ein schöner Abschluss für unsere Schulfolge, wo man dann vielleicht auch heimlich mit diesen Karten unter der Bank spielen kann. Oh, wie so ein Spickzettelkarte, ja, genau. Ja. Sehr nett. Guys, das war schön, mit dir über den Campus zu schlendern von Strixhaven. Ja, mein Kopf ist voll. Ich habe das Gefühl, genug gelernt zu haben. Beziehungsweise, nee, das fühlt sich ja eher gerade wie eine Abfrage an. Das Lernen hatten wir ja vorher. Egal. Irgendwie war es toll. Ja. Irgendwie ist es schön. Irgendwie mag ich die Schulwelt. Ich hätte es gar nicht gedacht. Irgendwie hat sich meine Skepsis nicht bestätigt, was schön ist. Und ich bin sehr gespannt, ob sich so gut spielen wird, wie sich es gerade anfühlt. Genau. Und ich freue mich auch, wenn wir jetzt die nächsten Wochen Pre-Release spielen können. Oder auf Arena das ganze Set spielen können. Und schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr von der Lore haltet, was ihr von der Welt haltet, was eure schönste Illustration ist, was euer Flavor-Fail ist, an @tasty_mtg auf Twitter oder als Kommentar auf unserer Website www.tastymtg.de. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder zur nächsten leckeren Folge, würde ich sagen. Genau. Sagt uns, ob ihr mehr von der Lore hören wollt. Es war heute ein bisschen ausführlicher, ne? Aber wenn euch das taugt, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der uns schreibt. Auch Kommentare auf Spotify, iTunes und welchem Podcast-Format ihr auch immer, welches Podcast-Format ihr auch immer nutzt, um uns zu hören. Genau. Schreibt uns, wo ihr es geschrieben habt. Helft uns damit sehr. Dann viel Spaß beim Auspacken, viel Spaß beim Booster öffnen und Strixhaven spielen. Ich kichere noch ein bisschen in mich hinein. Hier, guck mal, die kleine Karte. Tschüss, Martin. Ciao. Ciao. Hier, der kleine Phantasmelbär. Hier, Bärchen. Genau, bei den Flavor Fails habe ich eine Karte rausgesucht, die eine Lektion ist. Heißt im Englischen Mascot Exhibition, im Deutschen Maskottchen. Scheiße. habe ich eine Karte rausgesucht, die heißt im Englischen Maskott. Nein. Fangen wir an. Okay. Es ist im Sächsischen leichter. Das heißt einfach Maskottchenschau. Maskottchenschau.